Ja, herzlich willkommen zur zweiten Talkshow-Runde hier zum Thema Let's Go Virtual. Mein Name ist Fabio Genz und ich darf das Event gemeinsam mit meinen Kollegen hier vom XR Hub Bavaria hosten für euch heute. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer bin ich? Ich bin Projektmanager hier beim XR Hub Bavaria. Und was ist der XR Hub Bavaria? Wenn ihr das auch nicht wisst, dann sollten wir das schleunigst ändern. Das ist nämlich eine staatliche Initiative, die es wirklich wert ist, erwähnt zu werden. Wir befassen uns mit Extended Reality und versuchen, diese Technologie in Bayern, von Bayern nach außen zu tragen. Ich habe hier so einen netten Aufkleber mitgebracht, XR Made in Bavaria, das ist unser Slogan. Ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Für alle, die es nicht lesen können, aber auch für alle anderen, bitte mal auf die Webseite schauen, lohnt sich in jedem Fall. Und ja, was ist unser Thema heute? Wir befassen uns damit, Augmented und Virtual Reality, wie kann es im Schulbetrieb eingesetzt werden? Ich habe mich die letzten Tage mal so ein bisschen zurückerinnert. Es ist bei mir tatsächlich auch schon 12 Jahre her, als ich mein Abitur hier auch in Bayern gemacht habe. Und das, ja, das, was bei uns innovativ und fancy war, gut, so weit würde ich nicht gehen, aber was wir eingesetzt hatten, war dann höchstens mal der Tageslichtprojektor. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben gewesen damals. Ich hoffe, dass sich was getan hat in der Zwischenzeit und bin davon sogar überzeugt. Und das ist auch ein bisschen das Kernthema und der Kernpunkt heute, dass wir einfach mitnehmen, was ist der Status quo, aber auch was ist ein bisschen der Ausblick auf die Zukunft. Also was erwartet vielleicht, ich habe noch keine Kinder, aber was erwartet meine Kinder in der Schule? Ja, ich hoffe mehr wie ein Tageslichtprojektor. Und dementsprechend haben wir wirklich hochkarätige Gäste eingeladen. Und es ist nicht nur toll und fancy, solche Technologien nutzen zu können. Es ist vor allem, wir merken es jetzt tagtäglich auch, ja, die Krise hat uns wirklich ganz unvorbereitet getroffen. Es ist notwendig, dass wir gerade in dieser globalisierten, verzahnten Welt, wo es so schnell gehen kann, dass das Leben zum Erliegen kommt, tatsächlich, wie wir es gerade feststellen, dass wir da weiter handlungsfähig bleiben und dass wir einfach ja mit das Wichtigste, nämlich die Bildung, dabei nicht vernachlässigen. Und dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil die Technologie bietet sagenhafte Möglichkeiten, hier zu erfahren, wie wir oder wie die Technologie hier dazu beitragen kann. Ich würde jetzt dann an den Wolfgang Kerler von 1E9 übergeben. Wolfgang, du hast jetzt das Wort und ich wünsche allen anderen wirklich ein ganz tolles Event jetzt hier und ich wünsche, dass wir alle hier möglichst viel mitnehmen und ja, bedanke mich. Super, vielen Dank, Fabio. Schau dir mal, wie wir uns in 2 Wochen gesteigert haben. Da haben wir noch irgendwie alle aus dem Wohnzimmer gesendet und jetzt haben wir schon ein Opening in einem quasi Fernsehstudio. Sehr cool. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin von 1E9. Wir sind eine Community-Plattform, ein Online-Magazin und auch ein Veranstalter, der sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt und zwar sehr interdisziplinär, also mit vielen verschiedenen Playern. Natürlich spielen da auch XR-Technologien eine große Rolle und in der Funktion haben wir auch einige Partnerschaften mit dem XR-Hub. Wir machen gemeinsam einen Podcast und jetzt eben diese virtuelle Talkshow. Ich bin also Journalist und moderiere auch, deswegen will ich gar nicht so sehr über mich jetzt selbst reden, sondern euch einen kurzen Ausblick auf das Programm geben, das wir vorhaben und dann machen wir eine schnelle Vorstellungsrunde unserer Speakerinnen und Speaker. Wir werden zuerst vom Jetzt-Fall ein bisschen ausgehen und uns fragen, ob VR, Virtual Reality, analogen Unterricht im Klassenzimmer, Präsenzunterricht ersetzen kann, weil jetzt kann in vielen Klassenzimmern, jetzt gerade eh nicht wegen der Ferien, aber kann Unterricht nicht stattfinden und es wird wohl auch für viele Klassen noch so weitergehen. Dann werden wir uns aber von der Krise ein bisschen abkoppeln und uns fragen, wie wir VR, aber auch Augmented Reality grundsätzlich im Unterricht einsetzen können und sollen, um den Unterricht einfach auf ein ganz neues Level zu heben. Und dann, wenn wir dann eine schöne Zukunftsvision haben, wo wir alle sagen, ja, yeah, das wär's, dann wollen wir mal fragen, wie kommen wir dahin? Welche Maßnahmen sind notwendig? Wie sollte der Fahrplan dahin ausschauen? Das besprechen wir mit wunderbaren Gästen, die sich jetzt gleich selbst vorstellen werden. Wir fangen bei Anita an, gehen dann über Ralf, Sebastian, Florian und Marc. So werden sie mir gerade dargestellt. Die Reihenfolge übernehmen wir jetzt einfach. Es wäre super, wenn ihr euch relativ kurz vorstellt, weil eure Expertise werden wir im Laufe der Show ja noch kennenlernen. Also euren Namen, eure Institution und eure Funktion würde jetzt erstmal reichen. Anita, du bist dran. Ja, also mein Name ist Anita Stange. Jetzt seid ihr alle gestoppt. Ah, jetzt seid ihr wieder da. Sehr gut. Ich hoffe, die Verbindung klappt. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, Anita. Ja, bei mir ruckelt ihr alle ein bisschen.
Aber ist egal. Also Anita Stangl von der Firma Medien LB. Wir produzieren eigentlich klassisch Schulfilme und ganz viel interaktives Material für die Schulen und machen inzwischen sehr viel für die Lehrerfortbildung, unter anderem jetzt auch im Bereich VR. Und da habe ich die Kollegen hier kennengelernt und freue mich deswegen auf die Runde, die wir gleich führen werden. Super, Ralf. Gut, mein Name ist Ralf Lohheit. Hört man mich? Gut, also Ralf Lohheit, ich bin von Beruf Grundschullehrer, bin aber jetzt schon seit einiger Zeit Berater für digitale Bildung, nennt sich das, waren früher die MIPS in Bayern und bin da jetzt vor allem tätig in der Lehrerausbildung oder in der Schulung der Lehrer im Einsatz mit digitalen Geräten, auch mit den Grundschul- und Mittelschulseminaren arbeiten wir zusammen, aber auch so verschiedene Sachen in den Klassen ausprobieren. Also jemand, der viele Sachen ausprobiert und eben auf dem Weg zu dieser VR- und AR-Geschichte kam. Vielen Dank. Sebastian, you're next. Ja, hallo, ich bin Sebastian Oberdörfer. Ich bin von der Universität Würzburg. Ich arbeite zusammen mit der Schulpädagogik. Also ich bin auf der einen Seite Mitarbeiter Mensch-Computer-Interaktion, als auch bei der Schulpädagogik. Und einer meiner großen Aufgabenbereiche ist die Lehrerausbildung, als auch die Ausbildung unserer HCI-Studierenden. Und ich habe dazu ein interdisziplinäres Seminar, was sich genau damit befasst, wie kann ich Augmented und Virtual Reality verwenden, um interessante Lernumgebungen und auch Lehrumgebungen zu erschaffen. Vielen Dank, Florian. Ja, hallo. Mein Name ist Florian Kubiak. Genau, ich bin auch Berater Digitale Bildung, wie der Ralf auch schon. Und habe seit vielen Jahren eben das Thema Virtual Reality jetzt schon angegangen. Und bin eigentlich auch zuständig für die Lehrerfortbildung eben in Bayern, da speziell im Landkreis München und Landkreis Ebersberg. Genau, aber auch in Dillingen, wo unsere Akademie ist, sind wir tätig als Dozenten. Genau, oder auch mit der LMU kooperiere ich quasi, also ein weites Feld, aber hauptsächlich für die Lehrer. Und, ja. Und jetzt gehen wir nochmal in den Norden zu Marc nach Würzburg. Ja, servus in die Runde. Ich bin der Marc-Erich Latoschek, habe den Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und bin, glaube ich, ein VR-Urgestein mit jetzt fast mehr als 30 Jahren VR-Forschung auf dem Buckel. Habe also alle Höhen und Tiefen, jetzt ja mal gerade wieder ein paar Höhen mitgemacht, was das angeht. Und nebenbei haben wir eine ganze Reihe von Anwendungsfeldern. Eins ist auch Lehre und Training. Und wir kooperieren stark zum Beispiel mit der Schulpädagogik, sind auch engagiert im E-Learning der Universität, sind da verantwortlich für eine ganze Reihe von Initiativen. Und da liegt es auch nahe, dass wir natürlich versuchen, Virtual Augmented Reality in jeglicher Form zu explorieren, wie man es denn für Lernen und Lehren einsetzen kann. Super, vielen Dank. Ein Service-Hinweis noch an unsere Speakerin. Wenn ihr gerade nicht das Wort habt, bitte euch stumm schalten. Dann stellen wir sicher, dass wir keine Tastaturgeräusche oder Klimaanlagen oder Mitbewohner hören. Ein Hinweis noch an alle Zuschauenden. Wir zeichnen das auf. Das heißt, für wen das nicht okay ist, bitte ein kurzer Hinweis oder dann einfach sozusagen sich nicht aus der Deckung wagen mit Fragen und Kommentaren, dann werdet ihr auch nicht mit aufgezeichnet. Wenn wir jetzt durchgehen, ich werde immer die Themen ansprechen, die Fragen ansprechen, da ihr alle ja sozusagen Theorie und Praxis gut verbindet, werde ich jetzt nicht gezielt jemanden ansprechen. Das heißt, wer zuerst dran ist, springt rein und eröffnet die Diskussion zum jeweiligen Thema und dann können die anderen das ergänzen. Ist vielleicht einfacher, als wenn ich ein Frage-Antwort-Spiel mache. Und damit legen wir auch schon los und schauen in die Jetztzeit. Wir haben jetzt vor den Osterferien 3 Wochen gehabt, in denen Schulen keinen Präsenzunterricht abhalten konnten. Und wie es aussieht, werden insbesondere in Bayern die Schulen auch nach den Osterferien vorerst nicht großflächig öffnen. Der Unterricht wird also weiter digital stattfinden. Fangen wir doch gleich mal mit dem großen Ganzen an. Kann Virtual Reality derzeit schon Präsenzunterricht ersetzen? Was habt ihr da in den letzten Wochen mitbekommen und was ist da euer Kenntnisstand zu? Wer auch immer zuerst möchte. Einer muss sich trauen oder eine. Fange ich an. Gerne. Also ich bin ja jetzt auch von der Schule her sehr, sehr eng mit Virtual Reality verbunden, weil ich da sehr viel getestet habe schon und auch immer sehr viel noch schon mache. Ich habe aber auch gemerkt, dass quasi in den letzten Wochen, wo das ja wirklich jetzt ein Thema gewesen wäre, dass wir hätten nutzen können, das habe ich gemerkt, dass wir noch weit nicht so weit sind. Also das Thema, glaube ich, Virtual Reality ist in den Schulen leider noch nicht präsent, geschweige denn, dass die Technik vorhanden ist. Ja. Und das ist ja schon mal das große Manko, glaube ich, dass wir einfach technisch
weit hinten liegen und da noch sehr viel aufarbeiten müssen. Und genau, das nächste wäre natürlich auch dementsprechend die Lehrkräfte zu schulen, die dann das auch einsetzen können. Und da sehe ich uns noch weit davon entfernt. Gerade mit so einer neuen Technik, jetzt wo wir gerade anfangen, die Overhead-Projektoren rauszurollen, ist natürlich jetzt diese VR-Brille für viele noch wirklich so ein Zukunftsszenario. Ja. Daher glaube ich, dass wir speziell gerade die Chance gehabt hätten, aber es ist einfach noch nicht möglich, glaube ich. Habt ihr denn vielleicht an einzelnen Schulen oder einzelnen Projekten, mit denen ihr zu tun habt, Beispiele gesehen, wo VR jetzt dennoch zum Einsatz kam, obwohl, wie Florian gesagt hat, es großflächig noch nicht möglich ist, weil der Overhead-Projektor eher der Standard ist als die VR-Brille? Also ich habe bei Twitter ein Beispiel gesehen, wie ein englischer Mathelehrer mit diesem Half-Life seinen Matheunterricht in dieser virtuellen Welt aufgezogen hat. Also die Ansätze sind da, die ersten Ideen sind da, aber so wie der Florian sagt, sehr abhängig von der Ausstattung, von dem Stand der Lehrer. Dafür kam das jetzt zu früh. Aber der Gedanke, dass man ihn jetzt diskutiert, das ist genau richtig jetzt. Ich glaube, das sind aber eigentlich zwei Ebenen, die man diskutieren muss. Das eine ist die Ausstattungsebene und auch die Kompetenzebene auf Lehrer- und auf Schülerseite. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie fair ist das denn überhaupt verteilt? Also wenn ich das Beispiel gerade Half-Life Alyx mir anschaue und mir dann überlege, selbst von den Schülern, wie viele haben denn ein Endgerät zu Hause, was überhaupt in der Lage ist, dieses Spiel zu spielen, dann reduziert das wahrscheinlich schon mal die Klasse auf die Hälfte oder weniger. Es wird zwar immer so angenommen, dass ganz, ganz viele Leute spielfähige und damit VR-fähige Hardware zu Hause haben. Viele Leute spielen auch Computerspiele, aber ich glaube, über 80% des Marktes ist auf Mobilgeräten. Hat also gar nicht diesen High-End-Bereich, den man bräuchte, um Virtual Reality auch zu betreiben. Das ist so die eine Seite. Und deswegen fehlen natürlich auch großflächige Analysen dessen, was geht da und was geht nicht. Man kann das wissenschaftlich immer in kleinen Rahmen betrachten. Was brauchen wir eigentlich für Präsenzlehre in der virtuellen Welt? Das können wir uns punktuell angucken und können dann auch relativ gut sagen, was wir im Moment haben und was uns noch fehlt. Deswegen glaube ich nicht, dass wir im Moment in einem Zeitpunkt sind, wo wir einen vollständigen Ersatz einer Präsenzlehre anbieten können, weder technisch noch infrastrukturell. Wir kommen nicht nur ein paar Tage, Wochen oder Monate zu früh, beziehungsweise Corona und der Lockdown, sondern wahrscheinlich eher doch 1 bis 2 Jahre, wenn man das positiv beleuchten möchte. Wir sehen, dass es möglich sein wird, eher als noch vor 10 Jahren, auch in naher Zukunft. Aber jetzt mal eben auf die Schnelle das alles umzustellen und die ganzen Defizite aufzuarbeiten, das sehe ich tatsächlich nicht als kurzfristige Möglichkeit. Dann setzen wir doch gleich da an. Springen wir in die Zukunft, in die Zeit des nächsten Lockdowns und der nächsten Pandemie, die wir uns nicht wünschen, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Also wir bleiben eben bei VR, weil wir kommen später noch auf den Punkt, wie wir sozusagen im Regelbetrieb VR und AR einsetzen können. Aber bleiben wir bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Marc, dass wir sehen, dass es potenziell möglich sein wird, Präsenzunterricht in VR zu ersetzen. Wie könnte das aussehen? Also wie wäre die Vision in wenigen Jahren, wenn wir sagen, es gibt Phasen, in denen kein Präsenzunterricht stattfindet oder es gibt ja auch Schülergruppen, die vielleicht nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Wie könnte dann Unterricht in VR das ersetzen und da eine neue Form von Unterricht ermöglichen? Also ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten mittlerweile schon. Also jetzt mal rein von der Entwicklung her, wenn man betrachtet, also ich gebe seit 5 Jahren jetzt Fortbildungen im Bereich der Lehrkräfte für Virtual Reality. Und für mir war es erstmal wichtig, dass die Leute erstmal diese Technik erstmal wahrnehmen, weil diese Technik natürlich nicht nur jetzt bei uns verwendet wird, sondern natürlich auch in den Spielzimmern, also in den Kinderzimmern schon angekommen ist mit der PlayStation-Brille. Und das wissen viele Erwachsene nicht oder viele Eltern auch nicht. Das heißt, die Technik ist da, aber sie muss natürlich jetzt noch sich entwickeln. Und ich finde diesen Vorgang, den wir gerade gesehen haben in den letzten 4 Jahren, wir sind von der HTC Vive zum Beispiel, die halt einen riesen Rechner braucht, genau wie gerade gesagt wurde, eine riesen Hardware-Ausstattung, sind wir jetzt bei der Quest, Oculus Quest momentan angekommen, die sehr handlich ist und relativ intuitiv schon zu bedienen ist. Also heißt, aus meinen Fortbildungen zu sehen, habe ich schon gemerkt, dass Lehrkräfte vor 4 Jahren wahnsinnig Probleme hatten mit diesem riesen Rechner, mit dieser Brille und dem Aufbau. Und jetzt gehe ich rein, setze den die Quest auf und es funktioniert. Ja. Und das ist schon mal ein Fortschritt, der innerhalb von relativ kurzer Zeit eigentlich passiert ist.
Deswegen glaube ich auch, diese ein, zwei Jahre, wenn wir jetzt noch abwarten, da tut sich sehr viel. Und ich glaube, wenn man jetzt mal sieht oder mal unterscheidet zwischen VR und AR natürlich, oder auch VR in Verbindung so Crossplay-mäßig, dass ich sage, ich kann auch in eine virtuelle Welt eintreten mit einem Computer an 2D-Bildschirm, das kann ich ja genauso. Das ist mir jetzt zum Beispiel Allspace von Microsoft aufgekauft worden, ein großes Thema, das ja sehr, sehr spannend ist, weil ich hier wirklich alle möglichen Plattformen zusammenbringen kann. Oder wenn ich Mozilla Hub anschaue, da kann ich auch schon eigene kleine Räume selber gestalten, relativ einfach, und kann Leute einladen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Also wir müssen die Leute die Technik erstmal zeigen und natürlich dann im Hintergrund uns natürlich diese Konzepte überlegen, wie können wir es integrieren. Und ich glaube, das passiert jetzt momentan bei mir jetzt auch, dass ich das mit Mozilla Hub zum Beispiel mal teste, wie kann ich denn da Leute zusammenbringen in so einem virtuellen Raum. Also der Weg ist also Hardware, die günstiger und zugänglicher wird und gleichzeitig Räume zu schaffen, die hardwareunabhängig funktionieren, die keine spezielle Brille brauchen und vielleicht auch mit einem normalen Rechner zugänglich sind, wie zum Beispiel Mozilla Hubs oder Allspace VR. Aber die Frage bleibt sozusagen, das ist der technische Aspekt, könnte denn Virtual Reality Unterricht überhaupt Präsenzunterricht inhaltlich ersetzen und von dem Gefühl, dem Klassengefühl, was sind denn da eure Vorstellungen davon? Also ich glaube, was man jetzt gesehen hat, die letzten Wochen, ist, dass VR durchaus eine Ergänzung sein kann, aber auch, also wir haben ja jetzt ganz viele Diskussionen geführt, auch mit Lehrern, die immer gegen digitale Sachen waren und jetzt anfangen, ihre eigenen Erklärvideos zu drehen und so weiter. Also dass man sieht, dass dieses VR durchaus eine Ergänzung ist, aber auch gar nicht den Anspruch haben sollte, irgendwas komplett zu ersetzen. Also gerade diese Mischung macht es und dieses Erweitern, was durch diese VR- und AR-Anwendungen gehen, die sollte man nutzen, die sollte man in die Schule bringen, ohne das Ziel zu verfolgen, wir machen sie jetzt komplett virtuell. Glaube ich, das will auch gar keiner so richtig. Es ist halt eine tolle Ergänzung, eine super Sache, mit der man viel anfangen kann, aber eben nicht das einzige wahre Unterrichtsmittel. Ich glaube, wir müssen auch noch unterscheiden, ob wir jetzt reine Inhalte lernen wollen mit VR, also ob es um was Inhaltliches geht, jetzt, keine Ahnung, Atome kennenlernen oder sonst was, oder ob wir wirklich gemeinsam in Räumen lernen wollen, also ob wir da mit der ganzen Klasse in einem Raum sind und da gemeinsam tatsächlich Unterricht stattfindet. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, im Moment sind wir vielleicht dabei, dass wir inhaltlich was tun und dieses, dass man gemeinsam in einem virtuellen Raum Unterricht erlebt, davon sind wir noch ganz weit entfernt. Das sind auch zwei, Entschuldigung, Sebastian, du? Du kannst auch, Marc, du hättest wahrscheinlich sowieso das Gleiche gesagt wie ich. Also dann sag du es. Ja, genau, also ich denke mal, wir fangen jetzt gerade erst an mit dem Punkt, dass wir gerade uns in dieses kooperative Lernen einfügen so langsam. Es wurde ja immer mehr gezeigt, okay, es gibt diverse Virtual Reality Anwendungen, die können spezielles Wissen vorführen, man kann spezielles Wissen vertiefen, anschauen, visualisieren. Und alles wird natürlich auch noch im Räumlichen gezeigt, was natürlich gerade interessant ist für die Dinge, die wirklich auch eine dritte Dimension haben, wo es darum geht, wie kann ich mir jetzt Größenverhältnisse vorstellen, wie kann ich mir vielleicht auch Vergleiche anschauen in Sachen, wie groß ist jetzt der Planet oder wie sieht das Sonnensystem aus, wie funktionieren Atome. Auf der anderen Seite ist genau hier dieses Problem, man ist meistens alleine. Das heißt, jetzt müssen Wege gefunden werden, wie kann man wirklich kooperativ gemeinsam lernen. Und da sind jetzt vielleicht mit Mozilla Hub so die ersten Möglichkeiten. Gut, ich kann da PDFs zeigen, ich kann Videos zeigen, ich kann alle möglichen Sachen machen, die ich vielleicht so ein bisschen im Präsenzunterricht auch durchführen könnte. Auf der anderen Seite fehlt immer noch die Interaktionsmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler. Auf der anderen Seite, wie können die miteinander kooperieren? Und gerade da fangen wir jetzt also seitens von der Mensch-Computer-Interaktion in Würzburg an, ein System gemeinsam mit der Schulpädagogik zu entwickeln, was eben genau darauf ausgerichtet ist, dass es eben in Virtual Reality die Möglichkeit gibt, kooperativ Aufgaben zu lösen und dort dann auch natürlich gemeinsam Teamfähigkeit vielleicht zu entwickeln oder auch eben dieses kooperative Lernen zu vertiefen. Nur auf der anderen Seite ist genau hier die Frage, wie kann man diese Interaktion wirklich gut durchführen, wirklich gut umsetzen. Und dieser Punkt ist, glaube ich, eher diese große Frage, die wir momentan erforschen müssen als rein die Technik. Denn die Technik an sich ist da, sie würde uns viele Möglichkeiten ermöglichen. Aber wir haben noch nicht wirklich die richtigen Wege gefunden, wie können wir die Technik wirklich einsetzen, gerade im Kooperativen, weil wenn dann mehr als nur 5 Leute vielleicht gemeinsam in der virtuellen Umgebung sich befinden.
Aber eine kurze Nachfrage dazu. Das, was ihr da erforscht, ist das als wirklichen Ersatz für Präsenzunterricht in der Zukunft gedacht, wenn ihr feststellt, so können wir Interaktion auch in virtuellen Räumen und gemeinsames Lernen auch in virtuellen Räumen erzeugen? Oder ist auch das eher als Ergänzung, so wie Ralf das angesprochen hatte? Ja, das ist schon ein Ersatz. Denn es sind genau zwei unterschiedliche Fragen, die man hier mit VR oder AR auch beantworten kann. Die Frage des Nutzens von VR, AR, um das Exponat, um das es hier in der Lehre geht oder in dem Lernen geht, den Schüler und Schülerinnen näher zu bringen oder VR, AR als Medium zu nehmen, um Leute zusammenzubringen im gemeinsamen Lern-Lehr-Szenario. Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen und Anita hat das ja auch schon auf den Punkt gebracht. Bei den einen, da sieht man jetzt schon viele Demonstrationen, dass in der Schule typischerweise wird immer gerne die Visualisierung von Molekülen genommen oder ähnliches, was schon fast ein triviales Beispiel ist, wie man VR benutzen kann. Interessant wird es wirklich, wie sieht es aus, wenn wir mehrere Leute in VR bringen und die sollen dort gemeinsam lernen und lehren. Wie gut funktioniert das? Und da ist wirklich der Anspruch auch tatsächlich, der hat ja auch so ein bisschen einen Inklusionsansatz. Wie bringt man Leute, die distant sind, in einem virtuellen Raum zusammen, um sie gemeinsam tatsächlich neues Wissen erarbeiten zu lassen? Und da fehlen momentan ganz, ganz viele Dinge, auch bei den Lösungen wie Mozilla Hubs oder Ähnlichem, an denen man eigentlich weiß aus der Kommunikationsforschung, dass sie immanent wichtig sind. Die nicht-verbalen Signale zum Beispiel, unsere Gestikulation. Wenn man sich anguckt, was VR-Brillen heute können, dann übertragen sie, wenn es gut kommt, noch die Augen mit und vielleicht die Hände, aber Full-Body-Interaction, also das, was unglaublich wichtig ist in der Mensch-Mensch-Kommunikation. Wie viel persönliche Distanz gebe ich zum anderen? Was sind meine ganz minimalen Verhaltensänderungen, wenn ich mit etwas unzufrieden bin? Also all das, was auf der nicht-verbalen, also nicht-sprachlichen Ebene läuft, wird momentan von diesen kruden Ansätzen der Social VR komplett plattgebügelt, wenn ich das mal einfach so sagen darf. Jetzt sind Menschen nicht ganz uneleganter drin, sich zu behelfen. Das haben wir ja schon bei den sogenannten Emoticons gesehen. Auch das war eine künstlich gestaltete Hilfstechnologie, um Emotionen Ausdruck zu verleihen auf einem Medium, was nur ASCII-Zeichensätze übertragen konnte. Und auch da waren die Benutzer sehr, sehr kreativ, um das einzuführen. Ähnliches haben wir auch schon in VR gesehen und haben das auch nachvollziehen können. Beispielsweise, dass plötzlich in viel größerem Maße die Hände eingesetzt werden, weil ich halt die Hände bewegen kann und mein Gegenüber auch sieht, was ich mit den Händen mache. Plötzlich wird also die händische Gestenexpression, der Ausdruck der Hände sehr viel häufiger eingesetzt und sehr viel deutlicher auch eingesetzt. Dennoch fehlt uns zum Beispiel hier auch die Mimik und Ähnliches. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Es ist momentan aber sicherlich ein Workaround um das, was die Technik bietet. Aber wir schaffen es momentan eben noch nicht, in der breiten Masse menschliche Körper digital in der virtuellen Realität so zusammenzubringen, dass sie die vollständigen Verhaltensweisen, die Menschen momentan im physikalischen Raum können, inklusive Mimik, inklusive der kleinen Verhaltensänderungen, störungsfrei zu übertragen. Da fehlt es schon an der Sensorik. Wer sich heute ein VR-Setup kauft, der weiß, der bekommt vielleicht 2, 3 Controller, dann vielleicht ein paar Pucks, die man sich dann noch um die Beine schnallen muss oder Ähnliches dazu. Aber das war es schon. Das ist keine 100-prozentige Rekonstruktionsmöglichkeit für die Bewegung des Menschen. Da müssen Algorithmen eingreifen und interpolieren an Stellen, wo dann bestimmt Information verloren geht. Das heißt, an der Stelle haben wir schon mit einem Informationsverlust zu tun. Dennoch werden Menschen das einsetzen können. Die werden sich behelfen. Ähnlich wie bei den Emoticons werden die sich eigene Formen der Expression in VR vielleicht aneignen. Und das mag genug sein, um auch gemeinsam zu lernen und zu lehren. Aber der Anspruch ist natürlich dort schon da. Bringen wir Leute in VR, macht es einen Unterschied, in einem virtuellen Raum zu sein, zum Beispiel auch, was die Qualität des Lernens angeht. Lernen Menschen genauso gut in einer künstlichen Welt wie in einer realen Welt, wenn ich erstmal nur in der künstlichen Welt den realen Raum 1:1 nachbilde? Das ist eine Frage, die hat noch keine Antwort. Wir können gar nicht sagen, geht das besser oder geht das schlechter. Wir können es versuchen, wir müssen es dann empirisch überprüfen und dann können wir vielleicht Aussagen darüber treffen. Aber mangels der Technologien jetzt kann man da noch keine wirklich validen, guten Studien aufbauen. Das wird sich jetzt entwickeln.
Die Technologie ist jetzt nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Standorten, gerade jetzt in der Entwicklung, weil man sieht, in den nächsten Jahren, N plus 2, 3, 4, wird es da nochmal einen erheblichen Sprung nach vorne geben. Und dann werden wir mal sehen, ob das wirklich eine valide Möglichkeit ist, zu lernen. Ich war spannenderweise vor 2 Wochen bei einer Innovationswerkstatt und da ging es darum, wie sieht die Schule in 30 Jahren aus? Und da hat man wirklich über solche Räume diskutiert und dass man wirklich einen Avatar hat, der einen unterrichtet, gegebenenfalls mit mehreren zusammen. Also das wird kommen, da bin ich fest von überzeugt. Aber wir haben über Schule in 30 Jahren geredet. Und ich glaube, davon sind wir wirklich noch viel, viel zu weit entfernt. Und wir sollten jetzt die Chance nutzen, dass digitale Medien in den Schulen Einzug finden können und damit anfangen. Und so wie Ralf es eben auch schon angedeutet hat, das ist nicht alles, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Element, das den Unterricht unglaublich bereichert, abwechslungsreicher macht, interessanter macht. Und die Chance sollten wir jetzt einfach nutzen. Da stellt sich ohnehin die Frage, wollen wir überhaupt den Unterricht, den wir heute haben, einfach in VR nachbauen oder wollen wir nicht lieber XR-Technologien einsetzen, um den Unterricht, den wir heute haben, viel besser zu machen, weil so gut ist er ja im Ergebnis dann doch nicht immer und da geht noch mehr. Deswegen kommen wir zum zweiten großen Themenkomplex, den wir ansprechen wollen. Inwiefern können wir nach Corona, wenn dieser ganze Albtraum hinter uns ist, VR und AR im Unterricht einsetzen und damit den Unterricht wirklich bereichern? Also über einzelne Spielereien hinaus, sondern wirklich eine ganz neue Art von Unterricht, einen besseren Unterricht ermöglichen. Was habt ihr da schon für Best-Practice-Beispiele, die auch gerne jetzt eingesetzt werden können in dieser Shutdown-Zeit, aber die auch für die Zukunft einfach zukunftsweisend sind? Vielleicht können wir da mal sammeln und dann haben wir am Ende vielleicht ein Gesamtbild, wie sowas aussehen sollte. So, genau. Also ich setze ja oder ich versuche immer viele Sachen, neue Techniken einzubringen in meinen wenigen Schulalltag, den ich noch habe. Ein Teil ist zum Beispiel, das ist aber eher AR-Technik, ist jetzt zum Beispiel der Merge Cube. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt, wahrscheinlich schon. Ein Würfel, der quasi verschiedene Symbole hat und dadurch erkannt wird und dann kann man hier was drauf projizieren. Und hier machen wir zum Beispiel, habe ich auch letztens erst einen Podcast dazu gegeben. Genau, der Nieder hält ihn gerade hoch. Und hier müssen zum Beispiel Schüler von uns mit einem einfachen CAD-Programm eigene 3D-Objekte kreieren quasi und diese quasi dann präsentieren, indem sie den auf diesen Merge-Cube bringen und dann quasi der Klasse präsentieren. Also heißt, sie müssen ein Produkt erstellen, ein Auto, ein Haus entwerfen, ein irgendwas, müssen dazu einen Projektplan erstellen und eben mit Hilfe von AR-Technik, diesem Merge-Cube, quasi dieses Produkt dann auch vorstellen oder mal zeigen. Und das ist so ein Ansatz, der sehr gut ankommt bei den Schülern natürlich, weil sie dann ihr Objekt einfach präsentieren können in 3D. Und man kann sie auch mit einer Brille dann auch anschauen, mit der jeweiligen Brille. Jetzt kommt Florian uns abhanden, glaube ich. Hört ihn noch jemand oder höre nur ich ihn nicht? Ihr hört ihn auch nicht. Ich höre ihn auch nicht. Dann... Florian, du bist uns gerade abhanden gekommen. Wir geben deinem Internet kurz Zeit, sich zu erholen. Anita, erklär doch vielleicht nochmal den Merge Cube für alle, die den noch nicht kennen. Oh, das kann der Florian mit Sicherheit viel besser. Wir nutzen den ja nur für Kleinigkeiten, aber der Florian arbeitet ja mit Schülern richtig damit. Hier geht es darum, sowas den Lehrern näher zu bringen. Deswegen wollen wir über alles, was VR betrifft oder auch AR, Filme machen. Und zwar ist das unsere Erfahrung, wie wir interessante neue Themen an Lehrer bringen, indem wir es visualisieren. Und das ist ein Beispiel dafür. Also ich habe da hinten ganz viele Beispiele stehen, die wir gerade sammeln, um dazu einen spannenden Film zu machen. Okay, Florian, ich glaube, deine Bewegungen schauen jedenfalls wieder flüssig aus. Wir haben ziemlich viel gehört von dem, was du sagst, aber erklär vielleicht nochmal in 1-2 Sätzen den Merge Cube, was das auch technisch ist, für die tatsächlich auch sich unter dem hübschen Objekt, das Anita hochgehalten hat, noch nichts vorstellen können. Und dann vielleicht, was das aus deiner Sicht für einen Mehrwert bringt gegenüber vorhandenen Lehrmethoden, außer dass es den Schülern natürlich Spaß macht, was schon Mehrwert ist. Ich möchte es gar nicht kleinreden. Also, hört man mich jetzt, weil wir sind in Bayern, da ist das alles nicht so leicht. Genau, also der Merge Cube ist ein Würfel, den kann man selber ausdrucken oder eben es gibt die Kaufversion.
Da sind Symbole drauf. Eine App erkennt quasi diese Symbole und kann dann anhand diesen Symbolen Koordinaten quasi drauf projizieren und dadurch 3D-Objekte auf diesen Merge Cube projizieren als Hologramm sozusagen, mehr oder weniger. Das kann ich mit einem Tablet anschauen, mit einem Handy oder eben natürlich auch mit einer VR-Brille. So, und jetzt ist die Idee, dass die Kinder, und das ist so mein Ansatz momentan mit VR, dass ich selber oder das Kind das eigene Sachen erschaffen quasi, dass sie kreativ arbeiten, dass sie handlungsorientiert quasi auch selbst 3D-Objekte erschaffen und diese eben mit einfachen Zugängen und einfachen Programmen quasi dann auf diesen Merge Cube draufspielen und so in einem Projekt ein Produkt vorstellen zum Beispiel. Und da ist natürlich, also weil du gerade gesagt hast, die Motivation, ich finde, es wird immer unterschätzt, Schule darf ja auch Spaß machen, das wird so manchmal so ein bisschen vergessen. Und dieser Motivationsfaktor ist ganz, ganz wichtig, ja, auch wenn es da Studien dazu gibt, dass das manchmal nicht unbedingt zu wichtig ist. Also ich glaube, das, was ich jetzt in meiner Schule halt merke, ist es sehr wichtig, die Kinder zu motivieren. Das ist natürlich ja nicht alles. Ich glaube, allein schon diese Vorstellungskraft, die erweitert wird, dass ich halt jetzt mein Objekt nicht nur auf Papier sehe, sondern ich kann jetzt mein 3D-Objekt in der Hand drehen und wenden und kann es von allen Seiten anschauen und kann wirklich das auch nach meinen Vorstellungen verändern oder beeinflussen und habe sofort ein Ergebnis. Das ist ja auch sofort, ich habe sofort eine Rückmeldung quasi und sehe, okay, passt oder passt nicht. Und abgesehen davon geht es natürlich auch, dass in die Zukunft, oder was heißt Zukunft, wenn ich jetzt meinen Automobilbereich gehe, wo schon Modelle auch so erstellt werden, das heißt auch die Arbeitstechniken haben sich ja verändert mittlerweile. Und da ist natürlich so ein Ansatz dann in so einem Bereich ganz wichtig, weil das natürlich dann auch schon auf die Zukunft die Kinder also ausbildet oder vorausschauend die auf den Weg bringt. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer Anita gesehen haben, die gerade eine Live-Performance des Merge Cubes gemacht hat. Anita, sprich auch, damit wir ganz sicher sind, dass du eingerahmt bist. Also jetzt habe ich nochmal den Würfel aktiviert. Ihr seht jetzt hinten den Würfel und vorne seht ihr die Sonne. Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß nicht, wie ich das noch besser darstellen kann. Und die Erde zum Beispiel wandert jetzt da rum und man kann die Sonne auch drehen. Also man kann jetzt alles Mögliche machen und sich das in 3D sozusagen anschauen. Könnt ihr es erkennen? Nicht gut, ne? Eben was wir haben es gut erkannt. Ich glaube, die Vorstellung war da. Wir haben ein Beispiel. Ganz viele Objekte. Also das muss jetzt nicht Planeten sein, das kann alles Mögliche sein. Das gibt es auf dem Cube, auf den Karten und so weiter und so weiter. Wir haben ein Beispiel, wo nicht nur Objekte, über die man im Unterricht spricht, besser visualisiert werden, sondern Schüler auch tatsächlich diese Objekte selbst gestalten, selbst bauen können und dann vorführen können. Was gibt es denn vielleicht noch für andere Tools, die jetzt schon im Einsatz sind oder die jetzt schon erprobt werden, wo ihr sagt, das ist die Richtung, in die wir stärker müssen, sowas müssen wir im Unterricht häufiger einsetzen? Ja, das ist eine spannende Sache. Das geht jetzt in die Richtung von dem Seminar, was ich gebe, für die auch Lehramtsstudierenden, die einfach erstmal da heranzuführen, wie können wir überhaupt Augmented und Virtual Reality im Unterricht einsetzen. Und eine große Herausforderung, die wir den Studierenden im Seminar immer stellen, ist, bitte entwickelt auch eine eigene AR- oder VR-Anwendung. Das heißt, die Studierenden werden wirklich dazu aufgefordert, mal selber darüber nachzudenken, wie kann ich denn überhaupt so ein Projekt von Hand auf und von klein auf entwickeln. Und da habe ich jetzt noch etwas mitgebracht, der sitzt hier die ganze Zeit rum, und zwar der kleine Horst, ein kleiner Frosch. Und das Spannende an Horst ist, dass er nicht nur halt ein schöner Frosch ist, sondern er hat auch einen Reißverschluss in der Mitte. Wenn man ihn aufmacht, dann hat Horst plötzlich jede Menge tolle Marker. Das heißt, hier haben wir an dieser Stelle dann die Möglichkeit für Augmented Reality. Ich möchte in dem Fall auch gleich mal kurz meinen Bildschirm freigeben, um zu zeigen, was dann eigentlich genau passiert. Und zwar, wenn wir uns dieses kleine Video anschauen, dann kann man nämlich sehen, okay, wir machen den Horst entsprechend auf. Und sobald wir unser Handy dazu nehmen, können wir auch die einzelnen Organe genau anschauen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen zusätzlich noch Informationen geblendet und sie können jetzt auch diesen ganzen Froschaufbau sehen. Sie können einzelne Organe entfernen, diese Organe von Namen anschauen, können sich dazu auch noch weitere Informationen anzeigen lassen. Und zusätzlich werden die Studierenden natürlich auch noch aufgefordert, das in ein entsprechendes Unterrichtskonzept einzubinden. Das heißt, wie können sie jetzt ihr eigenes Produkt, was sie entwickelt haben, so umsetzen, wie sie gerne möchten. Und natürlich wurde es auch noch motivierend gestaltet, indem es noch Erfolge gibt. Man kann zusätzliche quasi Abzeichen freischalten. Und hier kann man nochmal schön sehen, die einzelnen ganzen Froschorgane. Das heißt,
Man kann sich zusätzlich zu dem ganzen Thema Frosch natürlich jede Menge weiterbilden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Beispielen, die innerhalb des Seminars entwickelt wurden. Das heißt, wir versuchen sogar so weit zu gehen, dass wir die angehenden Lehrer und Lehrerinnen dazu zu bringen, kreativ zu sein und eigene Ideen zu entwickeln und sei es eben einen Plüschfrosch zu verwenden und den eben zu erweitern, einfach um der Sache heraus, es führt einfach zu einem höheren Spaßfaktor und es sieht einfach natürlich auch viel spannender aus, wenn man jetzt wirklich diesen Frosch hat und den um seine Organe erweitert. Und da kann man natürlich jede Menge andere Spiele reintreiben. Ein weiteres Spiel, was wir mal hatten, das geht jetzt in Virtual Reality, Sprachtraining ist ja auch immer eine große Frage. Wie weit kann man jetzt überhaupt Sprache lernen, wenn einem nicht vielleicht ein Gesprächspartner gegenübersteht? Und da gibt es ja natürlich jetzt schon die Möglichkeit, Spracherkennungssoftware einzubinden in die einzelnen Virtual Reality-Anwendungen. Und so hat eine Studierendengruppe einen Shop geschaffen, der in London war. Und die Schülerinnen und Schüler, die die Anwendung benutzt haben, mussten dann dementsprechend innerhalb des Shops einen Apfel kaufen oder einen Big Ben kaufen oder was auch immer sie gerade kaufen mussten. Und nur wenn sie die Worte richtig ausgesprochen haben, also auch wenn die Betonung gestimmt hat, haben sie auch dieses Objekt bekommen, was sie haben möchten. Und das natürlich dann im immersiven Virtual Reality, das heißt, dass der Händler auch dementsprechend realistisch wirkt und als wirklicher Gesprächspartner wahrgenommen wird. So gesehen, die Möglichkeiten sind sehr vielseitig und es liegt eigentlich hauptsächlich an der Kreativität, wie können wir die Technik für uns zunutze machen. Ja, ein super Beispiel, dass auch Frösche, die ja in jedem amerikanischen Film seziert werden, schonen könnte. Eine Tendenz ist da, man kann sowohl Schüler kreativ werden lassen und das Lernen stärker erleben lassen, aber man kann auch Studierende und Lehrkräfte kreativer machen, die neue Anwendungen entwickeln. Das ist ja auch da eine neue Dimension. Wenn wir nochmal auf diesen ersten Punkt, die Schüler kommen. Ich habe kürzlich mit einer Lehrerin und auch mit einer vom Startup selbst von Co-Spaces gesprochen. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Tool und kann da vielleicht ein bisschen drauf eingehen? Da geht es ja darum, ganze Räume auch zu gestalten. Ist also nochmal sozusagen eine größere Variante von dem, was man mit dem Merge-Kit machen kann. Möchte da vielleicht jemand kurz auch nochmal erklären, wie das läuft. Sonst kann ich es kurz machen, aber ich habe mir das nur angehört. Ihr habt bestimmt schon damit gearbeitet. Also ich habe da Co-Spaces schon vor, glaube ich, 3-4 Jahren mal das erste Mal getestet und habe jetzt auch wieder Kontakt mit denen aufgenommen, was ich sehr spannend gerade finde. Und diese App oder diese Plattform finde ich sehr spannend, weil hier kann ich ja wirklich eigene Räume und eigene Anwendungen quasi schon selber gestalten und erstellen. Und da habe ich quasi wie so ein Baukastensystem, habe verschiedene 3D-Objekte, kann die dann zusammenfügen in einer 3D-Welt und kann das animieren, kann da Filme draus machen, kann da Leute einladen quasi. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil hier wirklich sehr einfach und oder relativ einfach 3D-Welten erschaffen werden können. Weil das, wenn ich jetzt auf Sebastian mal ganz kurz zurückkomme, auch ein großes Problem ist, finde ich. Wo bekommen wir die Inhalte her? Ja, also das ist ja das große Problem, Verlage oder so, die springen ja noch nicht so richtig auf diese Themen auf. Das heißt, irgendwo müssen wir ja gewährleisten, dass wir gute Inhalte herbekommen, die auch natürlich eingesetzt werden können. Und da ist die Frage, kann man sowas selber erstellen oder nimmt man alles, was man kauft oder von irgendwelchen Firmen bekommt, die man vielleicht gar nicht kennt oder so. Und darum finde ich den Ansatz, selber kreativ zu werden und selber das zu schaffen mit Schülern oder Lehrkräften, finde ich ganz spannend. Und da ist Co-Spaces zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man da mal so einen Einstieg mitmachen kann, finde ich. Genau, also ich kann noch ergänzend, du hattest ja anfänglich gefragt nach Best Practice Beispiel. Es gibt ja in Deutschland ganz viele Medienzentren, die sehr aktiv zum Teil sind, die auch eigene VR-Labs einrichten. Und ich weiß es vom Medienzentrum in München, die sind auch super aktiv und die haben eine Liste gemacht, VR-Inhalte für Lehrer und Erziehungskräfte. Ich kann das mal versuchen rumzureichen. Da stehen die ganzen Fächer mit Vorschlägen dafür. Und ich weiß, Florian arbeitet an einer noch ausgereifteren Liste. Der hat das auch als Grundlage schon. Also da entsteht gerade was. Und ich bin mir sicher, die Uni hat auch ganz viele Vorschläge schon, was man alles gut im Unterricht einsetzen kann in den einzelnen Fächern. Also es gibt schon eine ganze Menge an Sammlungen und Best Practice Beispielen, die wir allerdings noch weiter erproben müssen. Aber wenn wir nochmal auf den Nutzen und den Mehrwert kommen, wo seht ihr denn den Mehrwert von AR und VR im Unterricht?
also unabhängig von den Tools, wir haben jetzt eine Vorstellung gekriegt, für was man die einsetzen kann und woran gearbeitet wird. Wo ist denn der tatsächliche Mehrwert für auch den Lernerfolg? Also wenn ich will mich da jetzt nicht vordrängen, aber jetzt aus meiner praktischen Erfahrung noch, da hatte ich zum Beispiel ein Thema, ich hatte das Herz in Biologie quasi durchgenommen oder mussten wir durchnehmen. Und herkömmlich ist das so, dass man vielleicht mal einen Film anschaut, man hat ein Blatt Papier, wo das Herz mit in einer einfachen Grafik dargestellt ist, oder man hat vielleicht sogar noch ein 3D-Modell aus Plastik oder irgendwas, wo man das Herz dann vielleicht sogar auseinandernehmen kann. Und ich habe das dreigleisig gemacht, habe quasi das Blatt Papier genommen, habe dieses 3D-Modell genommen und habe dann eine App, mir ist leider der Name gerade entfallen, mit der HTC Vive verwendet, wo quasi die Kinder dann den Menschen vor sich haben und den Menschen aufmachen können und die verschiedenen Organe entnehmen. Und dann kann man das Herz vergrößern, vor sich hinstellen und kann quasi mal simulieren, was passiert, wenn der Mensch rennt. Ja? Was passiert, wenn der Herzschlag ganz schwach wird. Und dann kann ich sogar ins Herz reingehen und schauen, was passiert da. Was ist eine Herzkammer? Ja? Was passiert denn, wenn da auf einmal mehr Blut fließt oder Anstrengung ist? Und da sind die Schüler rausgegangen nach dieser Simulation und haben gesagt, jetzt habe ich verstanden, wie so eine Herzgabe funktioniert. Ja, vorher war das alles eine Vorstellung oder vielleicht auch eine falsche Vorstellung, aber dann direkt vor dieser Herzgabe zu stehen und zu sehen, ah ja, okay, die geht jetzt da auf und zu in dem Rhythmus oder wie auch immer, das war für die eine ganz neue Erfahrung. Und ich glaube, das macht's aus. Also solche Erfahrungen zu schaffen und zu erleben, das bleibt hängen. Ob es wissenschaftlich fundiert ist, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Also das ist definitiv wissenschaftlich fundiert, weil wenn wir uns mit dem Lernen generell beschäftigen, Lernen ist am wirksamsten oder am nachhaltigsten, das ist erforscht, wenn man sich die Erkenntnisse selbst aneignet, wenn man die Tragfähigkeit selbst erlebt und wenn man Problemlösungen selbst anwendet. Ich glaube, das, was Florian gerade beschrieben hat, ist genau, dass man sich Erkenntnisse selbst aneignet, also dass man wirklich selbst etwas erforscht und erprobt. Und das findet in unserem jetzigen Unterricht noch viel zu wenig statt. Und da bietet VR eine Riesenchance, dass man sich etwas eigenständig aneignet, etwas testet, ausprobiert und dann auch Lösungen dafür findet. Und ich finde, das ist ein tolles Medium, um diese Art des Lernens zu fördern. Ich kann vielleicht aus verschiedenen Projekten bei uns, wo es auch um, wo wir auch gemessen haben, ob der Lernerfolg da war. Und bisher war es in der Regel so, dass wir entweder mit dem vorher Vergleichs-Goldstandard, das ist dann häufig Lernen mit Papier und Bleistift, ne, oder so klassisches Lernen mit analogen Systemen, immer gleiche Ergebnisse hatten oder den Goldstandard in bestimmten Fällen, auf die ich vielleicht nochmal speziell eingehen kann, auch geschlagen haben, also besser waren, dass das Lernen tatsächlich auch besser funktioniert hat. Was wir allerdings überall immer mitgemessen haben, ist, wie steht es um die Motivation der Lernenden, und die war in der VR, AR in der Regel immer höher. Da ist natürlich ein gewisser Neueffekt mit drin, der schwächt sich ab, je mehr dieses neue Medium allgemeingut wird und diesen Aha-Effekt nicht mehr hat. Aber dennoch scheint die Abschwächung nicht bis auf das ursprüngliche Niveau der Langeweile zurückzufallen. So war es jedenfalls bisher bei unseren Messungen, die wir dazu gemacht haben. Ich würde vielleicht auf eins noch zu sprechen kommen. Das hat Florian eben angesprochen und ich finde, er hat da absolut recht mit. Und das ist etwas, mit dem wir uns schon wirklich lange Zeit auseinandersetzen und einen Kopf drum machen, ne? Die Inhalte, der Content. Schaut man sich das mal an in der Schulausbildung jetzt, dann gibt es sehr, sehr viele Schulbuchverlage. Und ja, durch das Medium Buch hat man sich sehr schnell auf ein Format geeinigt, was langfristig verfügbar ist, was über Generationen tatsächlich auch hält. Und wo man mit gewisser Expertise auch eigene Inhalte erzeugen kann. Man kann Artikel schreiben, Kapitel für Lehrbücher und Ähnliches, die können durch einen Review-Prozess gehen und können auf Korrektheit und Adäquatheit, didaktisches Vorgehen und so weiter abgeklopft werden. Und irgendwann kann das dann in ein Schulbuch münden, das dann im Unterricht eingesetzt wird. Wenn wir das als Goldstandard nehmen, und das müssten wir, weil das ist das, was momentan in den Schulen überall eingesetzt wird, auch in den Universitäten, dann fehlt es absolut, da ein digitales Pendant zu finden.
Und wir reden jetzt über VR und AR und ich sage mal ganz vorsichtig, E-Learning vielleicht als Vorläufer von VR, AR ist schon ein bisschen länger auf dem Markt und selbst da fehlt es daran. Es gibt Schulbuchverlage, die natürlich auch schon digitale Materialien für den Overhead-Projektor mitschicken, also meistens in Form von PowerPoint-Dateien oder Ähnlichem. Aber das ist so ungefähr das Primitivste an Digitalisierung, was man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man irgendwas vom Buch auf den Frontalunterricht übersetzen möchte. Und die volle Bandbreite von E-Learning wird noch nicht mal erschlossen. Und jetzt erwarten wir von den Verlagen vielleicht, oder von wem erwarten wir das eigentlich, dass die Inhalte erzeugt werden? Da gebe ich eins zu bedenken. Diese Inhaltserzeugung für solche Welten wie in VR und AR ist um eine Größenordnung komplexer als das, was man für normale Schriftstücke für das Buch erzeugen muss. Nicht nur in der Menge, sondern auch in dem technischen Know-how, was man braucht, um das Ganze zu machen. Wenn man sich mal die Spieleentwicklung anguckt, die dann gerne als Referenzmaß genommen wird, wie viel bei den sogenannten AAA-Produkten fließt eigentlich in die Technologie der eigentlichen Softwareprogrammierung und wie viel fließt in die Erstellung des Contents, dann hört man Zahlen wie 9:1, manchmal sowas wie 50:1. Das heißt, auf 50 Leute, die Inhalte machen, kommt eine Programmiererin, ein Programmierer. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet und mit was für Zahlen da operiert wird. Und gerne wird so etwas ja genommen, um den Status quo so ein bisschen festzuhalten. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, weil es eben schon gefallen ist und wir keine Schleichwerbung mehr machen. Vielleicht das eindrücklichste VR-Spiel, was es momentan auf dem Markt gibt, Half-Life Alyx. Wenn man sich den Inhalt, den Content anguckt, die Zahlen dafür sind noch nicht veröffentlicht worden, aber für andere Spiele wie GTA sind sie veröffentlicht worden. Da lag die Erstellungskosten für den Content in der Höhe von dreistelligen Millionenzahlen. 200 Millionen Dollar, 300 Millionen Dollar. Das sind so die Zahlen, die da kursieren, um ein Spiel zu entwickeln. Ein Spiel. Das kann man dann 12 Stunden spielen, aber dann ist es auch vorbei. Ja, das mal skaliert und hochgerechnet auf, wie viel braucht man eigentlich, um einen Unterricht über ein gesamtes Halbjahr durchzuführen, dann kommt man schnell in ähnliche Größenordnung und fragt sich wirklich, wo kommt das eigentlich her? Erste Frage. Und die zweite, in welchem Format soll es denn erzeugt werden, sodass es auch noch das nächste Jahr und das übernächste Jahr erhalten bleibt? Denn wenn ich so viel Energie und Zeit investiere, um Inhalte zu erzeugen, dann will ich nicht, dass ich die nach 2 Jahren wegwerfen muss. Und da fehlt es doch absolut noch an den Werkzeugen. Das muss man doch ganz klar sagen. Vielleicht kann ich das als Verlag gleich ergänzen. Wir produzieren ja Unterrichtsmaterial seit vielen Jahren. Wir haben auch schon die ersten 2 digitalen Schulbücher. Das eine ist übrigens jetzt endlich in NRW zugelassen. Also das ist ein wirklich schwerer Schritt und harter Schritt. Und wir haben 2 Jahre dafür gebraucht, dieses Buch zu entwickeln, so wie ich mir ein digitales Schulbuch vorstelle. Also wirklich mit Filmen und mit Animationen und mit Grafiken. Und das Thema VR, das wollten wir ja auch angehen. Und ich habe schon sehr früh, als wir in das Thema eingestiegen sind, festgestellt, wir werden da wieder nur einen Film für die Lehrerfortbildung machen und auf keinen Fall ein tatsächliches VR-Spiel. Das können wir nicht stemmen. Also das trifft genau den Punkt, den wir gerade besprochen haben. Das kostet einfach auch enorm viel. Und da pädagogisch wertvolles Material zu entwickeln, das wird noch eine Herausforderung. Okay, ich möchte da ganz kurz ein bisschen optimistisch gegensteuern, denn auch der erwähnte AAA-Titel, der wahrscheinlich 250 Millionen Dollar gekostet hat, ermöglicht ja User-Generated Content. Und auch so ein Spiel wie Dreams, was kürzlich erschienen ist, ist nicht VR, ist aber 3D, ermöglicht ja Usern selbst Inhalte zu erstellen, die dann die Optik eines AAA-Games haben. Das heißt, solche Tools sind ja möglicherweise durchaus auch für die Lehre denkbar, zumal auch Minecraft oder Indie-Games gerade einen richtigen Rise haben. Das heißt, es muss nicht immer die High-End-Grafik haben. Also sozusagen, Anita, vielleicht macht ihr ein Half-Life Alyx digitales Lehrbuch. Fände ich auch ganz, ganz cool. Ralf, du wolltest vorhin noch was ergänzen. Dann habt ihr euch sozusagen überschnitten. Vielleicht hast du es dir noch aufgehoben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, deine ursprüngliche Frage war, wann macht VR und AR Sinn in der Schule? Genau, und das sind wir ganz
zu ganz interessanten Sachen weitergekommen. Aber macht eben wirklich so Sinn, wie beim Beispiel von Florian, wenn man es irgendwie normalerweise nicht anschauen könnte. Oder was es ja auch für schöne Beispiele gibt, wenn es irgendwas Geschichtliches ist. Also wir haben in der Grundschule jetzt in der 4. Klasse im Oktober dann zum Mauerfall eben diese Mauer-App in die Klasse gestellt und die Kinder haben sich dann halt die Mauer angeschaut in ihrem Klassenzimmer und das ist halt ein ganz anderer Eindruck, wenn dann auf einmal der Panzer da kommt und sie stehen direkt an der Mauer, als wenn sie es eben jetzt nur aus dem Buch rausbekommen. Also bei allen Sachen, wo sie halt nicht selber dabei sein können. Und da ist es eben, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, super, wenn man das einsetzt, weil man da eben einfach viel mehr erweitern kann als Möglichkeiten. Das glaube ich alles, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wir sind sozusagen von der Vision. Anita hat ja geschildert, was für Vorteile es hat, wenn man mit solchen digitalen Tools sich das, was man lernen soll, selbst erarbeitet. Und auch Marc hatte ja schon angeführt, dass die Lernerfolge mindestens so gut sind und vor allem die Motivation offenbar auch auf Dauer besser ist als mit dem klassischen Buch. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das, was wir jetzt alle besprochen haben und schön finden, auch großflächig in die Schulen? Dazu hatte auch Philipp eben eine Frage gestellt, eben auch angesprochen hat, wie man die Hardware kriegt, wenn schon die iPads in der Schule sozusagen ein Problem haben. Also wie rollen wir das aus? Fangen wir doch gleich mal mit der Technik an. Welche technische Ausstattung brauchen Schulen, um sowas überhaupt möglich zu machen, dass es nicht nur einzelne Projektklassen mit 3 Schülerinnen sind? Ja, hier ist ja einfach generell so die Problematik, bei Virtual Reality, ich meine, es kann eigentlich immer nur einer durch die Brille durchschauen, der halt gerade die Brille auf hat. Bei Augmented Reality kann ich natürlich mir noch das Display mit vielleicht 1 oder 2 anderen Schülerinnen und Schülern teilen, aber bei Virtual Reality ist es ja natürlich sofort die Problematik, gut, jeder braucht entweder ein eigenes Gerät oder man bräuchte eine entsprechend große Projektionsfläche. Und genau hier ist natürlich diese Problematik, wie können die Schulen überhaupt an diese Technik herankommen? Natürlich gäbe es zuerst die Möglichkeiten, man könnte Google Cardboards oder sowas verwenden. Aber wenn man dann in die konkrete Interaktion mit den virtuellen Welten gehen möchte, ist es mit dem einfachen Tastendruck, den die Google Cardboards ermöglichen, ja jetzt nicht mehr getan. Das heißt, man braucht ja mindestens irgendwie Controller, die getrackt werden. Und dementsprechend, man bräuchte, denke ich, schon eher die State of the Art Hardware, die momentan verfügbar ist in Schulen. Da ist einfach die Frage, wie kann man sowas überhaupt finanzieren? Und ich treffe oft auch an dieser Problematik heran, wenn ich gebeten werde, ich könnte mal in eine Schule gehen und da einen Vortrag stellen, vortragen über mein Seminar und die Konzepte, die wir alle entwickelt haben. Und die erste Frage, die von den Lehrern und Lehrerinnen immer zurückkommt, ist, aber woher sollen wir die Technik nehmen? Das heißt, das ist irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Wir an der Universität, wir versuchen natürlich, die größtmöglichen oder die besten Möglichkeiten den Studierenden zu ermöglichen, dass sie einfach Technik ohne Sorgen ausprobieren können, dass sie einfach kreativ sein können. Aber sobald sie dann in die Schule kommen, ist eben genau da dieser harte Cut. Und ich weiß nicht, ob da jemand anders außer quasi das Bildungsministerium selber etwas dran drehen könnte, um den Schulen einfach mehr Geld zu geben, dass da eben die Technik ausgebaut wird. Und der nächste spannende Punkt ist dann auch noch, wenn wir in Virtual Reality hineingehen, wie stellt man sicher, dass sich die Schülerinnen und Schüler in normalen Klassenräumen nicht verletzen? Wenn ich so an meinen üblichen Schulunterricht zurückdenke, dann waren da einfach jede Menge Tische, jede Menge Stühle und man konnte sich gerade so hinter dem Nachbarn durchzwängen, um wieder rauszukommen aus dem Klassenraum. Aber im Grunde viel Platz nicht gegeben. Das heißt, man braucht auch irgendwie entsprechende Infrastruktur, um wirklich einen entsprechend vielleicht speziellen VR-Raum einzurichten, der eben nur für VR ausgelegt ist und dort auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen hat. Und abschließend möchte ich noch zur Motivation hinzufügen, also dass einfach Motivation den VR-Anwendung höher ist. In der einen Studie, die wir durchgeführt haben bei uns am Lehrstuhl an der Universität Würzburg, hatte ich über 4 Wochen hinweg mal das gleiche Spiel spielen lassen, also ein Serious Game zum Thema 3D-Geometrie. Und obwohl es 4 Wochen lang jede Woche 90 Minuten spielen war, sind die Studierenden, die in der VR-Gruppe waren, immer wieder motiviert gekommen und es gab überhaupt keinen Abfall in der Motivation. Das heißt, man konnte auch diesen Neuheitseffekt und einen Gewöhnungseffekt ausschließen an der Stelle. Und die Gruppe, also jeder aus der Gruppe hat mir dann auch gesagt, sie wollten unbedingt jede Sitzung kommen und selbst wenn sie irgendwie einen leichten Schnupfen oder ähnliches hatten, lieber zu Hause im Bett geblieben wären. Sie fanden es so motivierend, mit Virtual Reality zu arbeiten, dass eben dieser Gewöhnungsfaktor weitaus geringer ist, als man momentan vielleicht annimmt. Also soweit auch unsere eigene Forschung zu dem Thema.
Ralf und Florian, ihr setzt ja solche Technologien schon ein. Wie habt ihr denn das Problem gelöst, dass die meisten Schulen im besten Fall ein paar iPads rumliegen haben? Also, ich meine, das Problem haben wir ja immer. Also wir als Berater Digitale Bildung, wir gehen ja auf den Schulen und zeigen denen Techniken, die für manche noch weit entfernt sind. Da ist schon Tablet für die oft was ganz Neues und das gibt es auch schon seit 10 Jahren. Ich denke, wir müssen ja irgendwann anfangen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir gerade so neue Techniken, und VR ist ja jetzt gar nicht neu, wenn man es mal so sieht, einfach mal in die Köpfe bringen, ja, und die Leute das mal spüren lassen, ist ganz wichtig, und dann kommt es auch langsam an. Und ich glaube, es ist eine Entwicklung, es ist sehr kleinschrittig. Ich glaube, genau mit solchen Ansätzen wie mit dem Merge Cube oder dann eben mal dieses Herz zeigen, das sind so Ansätze, wie man das den schmackhaft machen kann. Und das Problem, das große Problem ist immer die Finanzierung. Ich meine, es laufen gerade einige Förderprogramme in Deutschland oder auch, also auf Bundesebene und auch in Bayern natürlich. Da kann man Gelder bekommen, ja. Letztendlich ist das die Sache natürlich auch die, dass jetzt nicht das Kultusministerium das Geld bereitstellt, sondern es sind ja letztendlich immer die Sachaufwandsträger der Gemeinden oder der Städte. Heißt, das ist natürlich ein weites Feld. Es gibt reiche Gemeinden, es gibt arme Gemeinden. Also das heißt, da einen Standard zu etablieren, dass alle Schulen gleich auf irgendwas zugreifen können, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir werden immer so einen Flickenteppich haben, und dementsprechend wird die Technik nie überall gleich sein. Aber ich glaube, also der Ansatz, also diese Cardboards waren eine Zeit lang so ganz in. Das war eine schöne Sache, aber ich bin weit davon entfernt, mittlerweile Cardboards einzusetzen, weil ich das wirklich, das wird VR nicht gerecht, meiner Meinung nach, ja. Und wenn ich nochmal, ich weiß ja nicht, ob wir hier Schleichwerbung machen dürfen, ich will es auch gar nicht, aber jetzt mal die aktuellste oder erfolgreichste Brille momentan, die mobile, also die Oculus Quest, die ja wirklich jetzt alles minimiert hat, natürlich auch grafisch Abstriche macht, aber trotzdem von der Technik unglaublich viel inne hat und auch relativ erschwinglich ist. Hier kann man meiner Meinung nach schon mal einen Koffer mit 10 VR-Brillen theoretisch andenken für eine Klasse und sagen, jetzt gehe ich mal mit 10 Schülern gleichzeitig in irgendeine bestimmte virtuelle Welt. Ich glaube, diese Vision wird in 1 oder 2 Jahren, kann man das machen, kann man das durchführen, weil die Preise werden sinken, ja, die Anforderungen sinken und ich brauche nicht mehr diesen 3000 Euro Gaming-Rechner in jedem Raum stehen, um eine VR-Brille zu bedienen, sondern das sind diese Standalone-Brillen, sind, glaube ich, die Zukunft. Und wenn es hier so weitergeht, wie gerade der Weg geht, auch mit künstliche Intelligenzunterstützung, was ja ein ganz großer Faktor ist bei VR, da glaube ich, werden wir dann schon große Schritte machen können. Und das wird erschwinglich werden und dann kommt es auch an. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gar nicht mehr so lange dauert und auch bezahlbar ist dann. Vielleicht ist ja auch über 5G machbar, dass es gar nicht in der Brille selbst gerechnet werden muss, sondern auf einem Zentralrechner und dann die Brille noch günstiger werden. Denn die Oculus Quest, da wird es mindestens noch 2 Jahre dauern, weil die ist erst wieder ab Herbst lieferbar. Wir haben das Technikproblem, das ist vor allem ja ein Geldproblem, also Verfügbarkeitsproblem der Hardware, aber natürlich ein Geldproblem. Kommen wir auf den menschlichen Faktor. Da haben wir von Sebastian schon einiges gehört. Wie schafft man denn eine neue Lehrergeneration, die auch mit VR und AR arbeiten kann, arbeiten will und das dann entsprechend auch einsetzt? Weil natürlich kann man das an den Universitäten machen, aber wir haben ja auch sehr viele Lehrer, die schon im Job sind. Was sind da eure Vorschläge, wie man die Lehrer daran heranführt und die Lehrerinnen? Also ich glaube, was da jetzt schon einiges gesagt wurde, also Sebastian und Marc machen da ja an der Uni viel dazu. Die Anita hat von die Medienzentren angesprochen, die also auch diese finanzielle Frage vielleicht ein bisschen entlasten können, wenn man sagt, man macht das jetzt über einen Landkreis zum Beispiel oder über eine größere Spende und leiht es dann aus als Gegenstand für die Schulen. Dann glaube ich, ist wirklich dieses Vernetzen von Leuten, die daran interessiert sind, das einzusetzen und das umzusetzen, so eine Veranstaltung wie heute wirklich ganz wichtig, um die Lehrer einfach, die draußen sind und schon arbeiten, da nach und nach ranzufügen, indem man neue Beispiele zeigt, indem man die entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen zeigt. Es ist halt so eine schrittweise Sache natürlich. Es ist eine Sache, die wachsen muss, das haben wir schon gesagt. Aber um nochmal auf diese ganze Situation ganz am Anfang zurückzukommen, also wir haben auch mit die Corona, jetzt in der Corona-Zeit Themen gehabt, wo Lehrer Fortbildungen nie besucht haben und jetzt innerhalb von 1-2 Wochen Sachen gelernt haben, die sie die letzten 2 Jahre entspannt hätten auch lernen können. Es wird sich was entwickeln dazu, wenn man eben diese Angebote schafft und wenn man die regelmäßig zeigt und wenn man alle, die daran beteiligt sind, mit ins Boot nimmt, glaube ich, sind es inzwischen so viele, die sich damit auskennen und sich damit beschäftigen, dass es, glaube ich, ziemlich gut angeschoben werden kann für alle Lehrkräfte.
Ja, und ich hatte das vorhin ja am Anfang schon mal erwähnt. Normalerweise machen wir klassische Schulfilme, wie funktioniert die Photosynthese. Aber wir machen jetzt schon seit einigen Jahren immer mehr Filme zum Thema Lehrerfortbildung. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Wie funktionieren D-Boards in der Grundschule? Wie die best ausgeliehenste DVD überhaupt war vor ungefähr 11 Jahren, wie funktioniert ein Whiteboard? Das heißt also, die Lehrer sind schon interessiert und wollen wissen, wie es geht, aber äußern sich vielleicht nicht. Und wenn es das über einen Film leicht erklärbar dargestellt wird, ich glaube, das haben wir große Chancen. Auch wie setzen wir zwar ein iPads im Unterricht ein, da haben wir eine Lehrerin in der ersten Klasse gefilmt, die mal gezeigt hat, dass das ganz easy geht, dass man auch mit 20 Kindern mit iPads arbeiten kann. Das nimmt den Lehrern die Sorge davon, dass ein iPad auf den Boden fallen kann oder dass man das nicht mehr auf die Reihe kriegt mit so vielen Kindern. Ich glaube, man muss einfach gute Beispiele zeigen und visualisieren. Und das ist auch mein Ansatz jetzt beim Thema VR. Also, dass wir wirklich zeigen, wie man im Unterricht VR einsetzen kann und was für gute Beispiele es schon gibt. Das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr machen. Aber welche Rolle muss die Institutionalisierung davon spielen? Weil, wie Ralf ja angesprochen hat, viele Lehrer haben sich mit dem Thema E-Learning, ganz viele davor auch schon, aber manche quasi erst jetzt last minute beschäftigt, weil es nicht mehr anders ging. Und auch tolle Beispiele für VR und AR gibt es auch nicht erst seit gestern. Das heißt, wie stellt man sicher, dass es nicht davon abhängt, dass Lehrkräfte wirklich Lust drauf haben und das dann zufällig im Unterricht machen, sondern dass das wirklich auch institutionalisiert wird? Also sowohl im Studium, aber auch für die Lehrkräfte, die schon im Berufsleben stehen. Was wäre da euer Vorschlag? Vielleicht Marc und Sebastian, vielleicht habt ihr euch darüber Gedanken gemacht. Bei mir ist gerade ruckeln. Okay, dann erzähle ich kurz noch, bis du wieder hoffentlich da bist, Marc. Also von unserer Seite aus wäre es natürlich interessant. Leider ist unser Seminar, wie wir das jetzt anbieten, um überhaupt Lehrerinnen und Lehrer auf den Weg zu bringen, dass sie überhaupt mit den modernen Techniken schon mal früh anfangen zu arbeiten. Einzigartig in Deutschland wahrscheinlich, vielleicht sogar noch viel weiter in Europa. Ich weiß nicht, wie weit jetzt natürlich solche Seminare langsam entstehen. Und es wäre einfach schön, wenn man dieses Konzept erweitern würde. Das heißt, wenn man jetzt nicht nur sagen würde, gut, wir haben dieses einzige Konzept, wir bieten nebenbei noch so einen Kurs auf der Virtuellen Hochschule Bayerns an, wo man sich auch ähnliche Informationen erarbeiten könnte, wenn man den Kurs besucht. Aber das richtet sich ja natürlich an alle Studierenden und es hat nicht so unbedingt den zentralen Faktor für die Lehrerausbildung. Und dementsprechend wäre hier eben die Frage, wie weit könnte man die Kurskonzepte, die bis jetzt existieren, einfach eher verstaatlichen und weiterreichen, also dementsprechend an andere Hochschulen weitergeben, dass die ähnliche Programme durchführen und auch dort das Wissen quasi aufzeigen, wie wichtig es überhaupt ist, solche Kurse durchzuführen. Und für existierende Lehrkräfte, also die jetzt schon mitten im Dienst sind, ist natürlich eher die Frage, wie kann man sie überhaupt erreichen, denn sie sind natürlich auch sehr stark eingespannt in ihrem normalen Berufsleben. Das heißt, es geht eigentlich nur, dass man irgendwie da vielleicht mal in die Schulen selber geht und versucht, dort Demonstrationen durchzuführen. Mir ist zum Beispiel sehr bekannt aus einem anderen Forschungsprojekt, was entstanden ist aus einem der Seminare. Da ging es darum, wie kann Augmented Reality für die Sonderpädagogik verwendet werden. Und die Studierenden wollten gerne eine eigene Studie durchführen, sind dann in eine Schule mit lernbehinderten Schülern gegangen und haben dort einfach diese App mal ausprobiert. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die anwesend waren, die waren so davon begeistert, dass sie dann später für den eigenen Unterricht diese App haben wollten. Das heißt, man muss wahrscheinlich einfach auch wirklich diesen, wie Anita schon gesagt hat, das Interesse wecken bei den Lehrerinnen und Lehrern, um zu zeigen, okay, so könnte es funktionieren, das sind gute Beispiele. Und je mehr diese Praxisbeispiele sich durchsetzen, umso mehr wird es auch bekannt. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt, da müssen wir leider wieder zurückgehen zu der Technikausstattung. Wenn die Technik erst noch vorhanden ist, kann natürlich viel mehr darüber nachgedacht werden, hey, wie könnte ich diese Technik überhaupt im Unterricht einsetzen? Wohingegen, wenn die Technik gar nicht vorhanden ist, ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendetwas Neues ausprobieren. Oder gesetzt den Fall, es gibt dann vielleicht mal 5 iPads an der Schule, dann ist natürlich auch die Frage, traue ich mich überhaupt mit den in Anführungszeichen sehr teuren Geräten zu arbeiten oder möchte ich mich lieber zurückhalten, damit nicht mein Unterricht oder damit nicht die Geräte selber in Gefahr geraten. Also von daher müsste man auch da einfach schauen, dass einfach die Möglichkeiten viel besser gegeben sind.
Zur Technik kam von Philipp nur ganz kurz als Einschub im Chat einen Vorschlag, dass es ja manchmal auch reicht, vielleicht eine VR-Brille zu haben und jemand trägt die und der Rest der Klasse kann in 2D verfolgen, was der oder diejenige sieht. Dann hat man zumindest mal einen Eindruck und kann die Technik dennoch in den Unterricht integrieren. Das nur als Einschub. Ich glaube, Marc, du wolltest noch was ergänzen. Nicht wirklich, weil bei mir hat es eben geruckelt, als du die Frage geäußert hast und ich versuche jetzt deine Frage aus der Antwort von Sebastian zu ermitteln. Wenn du okay. die nochmal wiederholen könntest, ja. könnte ich was dazu sagen. Die Frage war, wie man das institutionalisieren kann, dass es sozusagen sowohl im Studium eine Rolle spielt, dass zukünftige Lehrkräfte solche Tools auch tatsächlich schon per se drauf haben und auch mit denen arbeiten wollen und können. Aber die Frage war auch, inwiefern man sicherstellen kann, dass vorhandene Lehrkräfte dies einsetzen und es nicht so eine Nummer ist, dass halt die Lust drauf haben, machen es und die anderen drücken sich weg, bis die nächste Pandemie da ist, ob es dafür noch Vorschläge gibt. Deswegen hat der Sebastian ja angemerkt, was auch Ralf schon angemerkt hat, dass man mit Veranstaltungen die auch darauf hinführen muss. Vielleicht, wenn du dazu noch Gedanken hast, gerne. Ansonsten gehen wir einen Schritt weiter. Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen Pflicht und Kür an der Stelle. Ne? Also gerade so bei Staatsexamina, wie es beim Lehramt üblich ist, eine Änderung des Lehrplans durchzuführen, der in irgendeiner Art und Weise an dem Pflichtgerüst wackelt, das ist, glaube ich, eine politisch nicht unerhebliche Aufgabe. Ne? Da kommen, ich erinnere an die Diskussion, das sehr ähnlich war mit dem Informatikunterricht an Schulen und wann das eingeführt werden soll und wie flächendeckend und soll das verpflichtend sein und. Sobald man anfängt an diesen Lehrplänen, und das betrifft die Schülerlehrpläne genauso wie die Staatsexamina-Lehrpläne fürs Lehramt, versucht zu rütteln, gibt es so viele Bedenkenträger, die von der jetzt herrschenden, vom Status quo nicht abweichen wollen, weil natürlich, wenn ein neuer Inhalt hinzukommt, dann muss man sich darüber unterhalten, bei gleicher Menge insgesamt, welcher Inhalt denn weichen soll. Und das haben wir jetzt schon seit einigen Jahrzehnten erlebt in Deutschland. Das ist eine so schleichende Entwicklung, weil niemand seine Pfründe abgeben will. Niemand will sein eigenes Fach als vielleicht nicht mehr relevant erachten oder nicht mehr so relevant wie andere Fächer. Also ein Wandel dahingehend, dass es einen Ersatz von Fächern gibt, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Deswegen wird man sich wahrscheinlich erstmal damit begnügen müssen, im Wahlunterricht zu sein und nicht im Pflichtunterricht, obwohl wahrscheinlich der Pflichtunterricht die sinnvollere Variante wäre. Und dann ist es genau das. Ich kann nicht von Lehrern, Lehrerinnen erwarten, dass sie Kompetenzen einfach so mitbringen, wenn sie nicht während ihrer Ausbildung genau diese Kompetenzen auch lernen konnten. Und dann bin ich immer darauf angewiesen zu hoffen, dass jemand aus Eigenmotivation tatsächlich die Energie aufbringt, sich das anzueignen, vielleicht neben der Arbeit noch, damit das alles läuft. Also alles Dinge, die nicht wirklich flächenwirkend sind. Die wirken eben für das eine oder das andere Individuum gut passen, aber nicht für die breite Masse. Man kann mit Incentives arbeiten und. Am Ende ist es so, die Kompetenz mit solchen Tools momentan zu arbeiten, die darf man auch nicht wirklich kleinreden. Ne? Da kann der Sebastian auch einiges zu erzählen. In den Teams, beispielsweise bei uns, machen wir das so, dass wir die Lehramtsstudierenden zusammen mit Studierenden eines informatiknahen Studiengangs in Teams setzen, damit genau diese Kompetenz dazukommt. Weil wo soll die herkommen im Lehramt, wenn ich nicht wirklich auch Informatik studiere? Ja, also wo kommt die dann tatsächlich her? Deswegen machen wir da solche Teams in der Hoffnung, dass der Wissenstransfer von der vielleicht eher technikaffinen Gruppe zu der Technik vielleicht etwas ferneren Gruppe während dieses Seminars stattfindet, mit gutem Erfolg. Was wir nicht wissen ist, wenn jetzt diese Teams auseinandergerissen werden, also wenn jetzt die angehenden Lehrerinnen und Lehrer plötzlich alleine sind und ihren Unterricht vorbereiten müssen und da steht dann kein Technikaffiner zur Hilfe, funktioniert das dann auch immer noch so? Ja, darüber können wir überhaupt noch gar keine Aussagen machen, wie viel von dieser Kompetenz, die in dem Unterricht oder in dem Seminar beispielsweise jetzt vermittelt wurde, bleibt denn wirklich bei den Einzelnen hängen. Das ist momentan ein großes schwarzes Loch, kann ich keine Informationen zu geben. Wir hoffen, dass einiges hängen geblieben ist, aber wir haben weder belastbare Ergebnisse noch Zahlen dazu. Ne? Kurze Nachfrage. Du hattest da gesprochen, beziehungsweise geht auch in die Runde. Fächer ersetzen, schwierig, wegen jahrhundertelanger Heritage der Fächer. Aber sollte es nicht vielleicht darum gehen,
diese Technologien in allen Fächern einfach einzusetzen, wo sie Mehrwert bringen, anstatt ein neues Fach zu schaffen. Hat auch Eva angesprochen, ob es zum Beispiel ein Fach ab der vierten Klasse sein sollte. Oder sollte es einfach in den Unterricht in den anderen Fächern integriert werden? Was meint ihr? Also ich glaube auch, dass es der Ansatz ist, dass man es eigentlich breit gefächert überall einsetzt. Also ich glaube gar nicht, dass es ein spezielles Fach vielleicht geben müsste, so wie jetzt Informatik ja etabliert wurde, sondern ich glaube, Digitalisierung allgemein wird ja in jedem Fach eingesetzt. Und auch die Lehrpläne, die wir momentan haben, die neu sind ja relativ, die auch nicht so leicht wieder abänderbar sind natürlich, das ist ja ein langer Prozess, die geben aber auch viele Möglichkeiten, dass ich Digitalisierung umsetze oder digitale Medien einsetze. Und da schließe ich VR-Medien mit ein. Also die kann ich schon überall mit einsetzen und kann dann immer noch lehrplankonform sein. Weil die Kompetenzen, die wir ja eh ausbilden müssen oder sollen bei den Schülern, die kann ich mit solchen Techniken natürlich noch viel mehr, meiner Meinung nach. Und noch was davor, also es passiert auch ganz viel schon in der Lehrerfortbildung, muss ich sagen. Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan, auch also es gibt ja die große Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen, wo alle Lehrkräfte quasi sich fortbilden lassen können. Und hier ist auch so ein neues Labor entstanden, wo auch mit VR-Technik ganz, ganz viel schon gemacht wird. Und das heißt, das geht jetzt wirklich in die Breite. Ich halte persönlich auch ganz viele Fortbildungen jedes Jahr mit vielen, also mit großen Gruppen, habe bestimmt schon 2000 Leute fortgebildet, allein mit VR oder für VR. Und das ist wirklich ein Riesenerfolg mittlerweile. Und ich merke das gerade, wie das immer mehr in die Breite geht. Und ich glaube, das ist der Ansatz, dass man halt das zeigt, dass es die Leute sehen, die Technik gibt's. Und auch, was Lehrkräfte meistens wollen, wo ist der Mehrwert, ja? Oder vielleicht sogar eine Arbeitserleichterung auch. Das ist nicht zu unterschätzen, ist auch wichtig natürlich. Und dann kann ich das auch einsetzen. Und ich glaube, da gibt es über die Lehrerfortbildung ganz viele Möglichkeiten. Und da ist jetzt der Ralf zum Beispiel und ich ja auch tätig. Wir machen da ganz viel. Oder auch die Anita ist jetzt in unserem Team. Wir haben so ein Team, wo wir quasi auch jetzt ein Konzept irgendwie erstellen wollen, wie man vielleicht VR-Technik auch wirklich Bildungseinrichtungen integrieren kann. Ja? Und da ist natürlich auch, und das sind wir jetzt auch vielleicht schön hier zusammen, eine Vernetzung ganz wichtig, weil natürlich jetzt die Uni macht ganz viel, wir machen schon praktisch ganz viel, jeder hat kreative Ideen und diese Vernetzung, glaube ich, das ist letztendlich ja das Wichtigste, dass man da Leute zusammenbringt, die da ja den Weg vielleicht so ein bisschen mitebnen können. Um nochmal auf Wolfgangs Frage einzugehen, also braucht es ein extra Fach oder nicht? Also gerade wenn man von diesem Mehrwert spricht, was bringt mir denn das als Lehrer, würde das ja genau einem Fach entgegenstehen. Also wenn ich jetzt ein Unterrichtsfach habe wie Physik und ich will irgendwas Besonderes zeigen und kann das mit VR oder AR besser erklären, macht es keinen Sinn, dass ich mich mit dem Lehrer vielleicht noch absprechen muss, der jetzt gerade diese Informatikstunde hat, sondern dann wäre es halt super, ich nutze das wirklich in meinem Unterricht. Also finde ich, kein extra Fach wäre sinnvoller. Aber ich bin auch hundertprozentig für Integrieren in alle Fächer. Und das geht problemlos. Wir haben vor einigen Jahren mal eine DVD gemacht zum Thema Minecraft. Und zwar auch in allen Fächern. Im Mathematikunterricht, im Biologieunterricht, im Chemieunterricht, im Physikunterricht, im Englischunterricht. Und das funktioniert auch. Also ich finde diese modernen Technologien, Programme oder 3D-Druck oder VR müssen in allen Fächern Einzug finden. Die müssen so genutzt werden wie unser Stift zurzeit. Wenn es sinnvoll ist, setzt man VR ein und wenn es sinnvoll ist, setzt man den Drucker ein. Ich wollte da noch gern ergänzend zu sagen, basierend auf den Beobachtungen aus dem Seminar bis jetzt, ich meine, ich hatte da alle verschiedenen Unterrichts- oder Themenbereiche, also vom angehenden Sportlehrer zum angehenden Physiklehrer, Musiklehrer. Wir hatten eigentlich jede mögliche Fächerkombination schon innerhalb des Seminars und jeder hat für sein Themenfeld wirklich eine Anwendung gefunden, sei es ein virtueller, also Klavierunterricht in Virtual Reality oder sei es Sportunterricht mit Augmented Reality. Also es gab für jede Fächerkombination in irgendeiner Weise schon einen Anwendungsfall. Aber ich könnte mir jetzt viel wichtiger eigentlich vorstellen, dass es so eine Art Fach auch geben müsste für die Lehrerausbildung selber an den Universitäten, dass es da ein spezielles Augmented Virtual Reality Fach geben sollte, was vielleicht pflichtmäßig zu belegen ist, sowie generell eben die generelle Ausbildung von informatischen oder digitalen Kompetenzen im Lehramtsstudium. Und zu dem, was Marc auch gesagt hat, also wir sind momentan noch dabei, erst Ergebnisse ein bisschen auszuwerten. Wir haben mal dieses Seminar also aus dem Wintersemester ein wenig beobachtet und wir haben erste Anzeichen dafür, dass auf Seiten der
HCI studieren, also die jetzt von einem eher informatischen Schwerpunkt haben, gute Kompetenzen ausgebildet wurden in Richtung der Mediendidaktik, und auch umgekehrt haben wir erste Anzeichen schon beobachtet, dass es auch gute Ausbildung von technischen Kompetenzen auch seitens der Lehramtsstudierenden gab. Und auch dort gab es natürlich diverse spannende Beispiele, dass einige gesagt haben, sie sind so motiviert von dem Seminar, sie wollen ihr Projekt unbedingt weiterentwickeln. Und einige von den Lehramtsstudierenden sogar, obwohl sie vorher noch nie programmiert haben oder in irgendeiner Weise über informatische Dinge nachgedacht haben, haben mir in einer Prüfung freiwillig erzählt, wie jetzt ihr Code funktioniert, und haben mir wirklich exemplarisch den Code erklärt. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Das heißt, es geht auch sehr stark in die Richtung, wie weit ist man persönlich interessiert daran, wie weit wird die eigene Motivation geweckt. Und das kann natürlich auch jede Menge ausmachen. Dementsprechend muss man auch schauen, dass man möglichst die angehenden Lehrkräfte gleich daran motiviert, wie wichtig eigentlich dieses Themenfeld für sie ist. Ich versuche es halt gleich gerne am Anfang und gehe mit ihnen durch. Okay, jeder nutzt ein Smartphone. Oft sitzen die Studierenden ja sogar da während des Unterrichts, also während des Seminars, und haben ihr Smartphone in der Hand. Dann frage ich sie eigentlich, wie funktioniert überhaupt dieses Smartphone, um zu zeigen, wie relevant es eigentlich ist, dass man eine gewisse technische Kompetenz ausbildet und auch ein Verständnis hat für gute Medien, schlechte Medien, weil sie umgeben uns ja überall im Alltag und dementsprechend auch später im Unterricht, also in ihrem eigenen Berufsalltag. Und dieser Exkurs quasi am Eingang des Seminars macht für viele angehende Lehrkräfte es auch immer super spannend und super relevant, weil sie plötzlich dieses zuerst vielleicht gruselig anklingende informatische Themenfeld plötzlich als super relevant und super spannend auch für ihr persönliches Leben empfinden. Super, also wir halten fest, die Fortbildung läuft. Wenn allein Florian schon 2000 Lehrer in den Fortbildungen hatte, dann bin ich da optimistisch, dass es auch breit davon passiert. Kommen wir noch zu dem Thema Inhalte, was Marc vorhin angesprochen hatte, die natürlich erstellt werden müssen, was Geld kostet, und dann aber auch in die Schulen gebracht werden. Wenn wir mal erst das Thema Lerninhalterstellung anschauen, wen braucht es dafür? Auch da hatte Marc schon angesprochen, es braucht natürlich die einen, die es inhaltlich betreuen, es braucht aber auch die, die es technisch umsetzen. Und wer sollte das finanzieren? Als Silicon und ich dann den Ablauf hier besprochen hatten, war zum Beispiel die Frage, könnte sowas nicht auch ein Fonds, der bisher Filme fördert, könnte denn nicht auch VR und AR-Inhalte, die im Unterricht im Einsatz kommen, fördern, wie der FFF? Was meint ihr dazu? Was könntet ihr euch da vorstellen? Ich glaube, dass jede Förderung super wäre. Also wenn der FFF mit einsteigt und sagt, fördert jetzt auch Inhalte für Schulen, glaube ich, sind alle ganz begeistert drüber. Und wen braucht es, um diese Inhalte zu machen? Also letztendlich müssen ja diese 3D-Welten oder Anwendungen oder auch allein schon jetzt, welchen Stuhl bloß darstellen will, in 3D muss ja programmiert werden. Und ich glaube, das ist ja das große Problem. Programmierer sind eh Mangelware, jetzt noch mehr vielleicht durch Corona, ich weiß es nicht. Also das ist ein Berufsstand, der natürlich sehr gefragt ist. Und bei der Bildung ist immer die Frage, wie viel da abfällt für so Programmierer. Das sollst du wahrscheinlich fast umsonst machen, möglichst. Das heißt, da müssen natürlich Fördermaßnahmen her und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber dennoch, glaube ich, auch wichtig ist, also einmal von externen Leuten, aber ich glaube, ganz wichtig ist der eigene, also was können Lehrkräfte selber erschaffen oder auch Schüler vor allem. Ich glaube, diese zwei Ansätze muss man verfolgen, aber natürlich brauchen wir von externen Verlage oder irgendwelche, die natürlich uns Inhalte schaffen. Aber ich glaube, dieses selber erschaffen, das ist für mich so die Idee, dass ich so ein Autorensystem habe, wo ich quasi selber meinen Unterrichtsraum virtuell zusammenbaue und dann von externen Quellen Sachen dazu steuern kann oder so. Ja, vielleicht kann ich das, also Florian hat recht, Programmiererinnen, Programmierer oder Informatikerinnen sind Mangelware, das ist so. Die braucht man aber vielleicht erstmal nicht unbedingt. Der klassische Beruf hier ist eigentlich der des 3D-Modellers. Das sind Leute, die aus dem Design kommen, die diese 3D-Gestaltung machen und die diese 3D-Welten erstmal entwerfen mit Hilfe von sogenannten Modellierungswerkzeugen wie Maya 4D oder wie 3D Studio oder andere Programme, wie sie alle heißen, oder Blender für die Leute, die das vielleicht auch schon mal gehört haben. Die bauen sich erstmal die 3D-Welten. Das ist jetzt streng genommen nicht wirklich eine Informatik.
mathematische Ausbildung, sondern da gehört eher vielleicht so eine gewisse Kreativität, ein 3D-Vorstellungsvermögen und so eine gewisse Affinität zur Technologie, aber jetzt nicht wirklich die Fähigkeit zum Programmieren dazu. Dann, wenn diese Modelle fertig sind und ich mit den Modellen was Sinnvolles anfangen möchte, also wenn ich diese Modelle animieren möchte zum Beispiel, da geht es schon los, da fängt es dann an, dass man gewisse Programmierkenntnisse braucht. Oder wenn ich Welten machen möchte, die in irgendeiner Art und Weise ein Verhalten simulieren, wo Dinge passieren, da fängen dann genau die Stellen an, wo man hier und da immer mehr Programmierung einfließen lassen muss. Die Frage, wie viel man davon braucht, können wir hier jetzt während dieses Webinars überhaupt gar nicht beantworten. Das hängt wirklich ganz, ganz klar davon ab, was will ich damit machen. Will ich zum Beispiel diesen Cube nehmen, den ihr am Anfang vorgestellt habt und möchte nur auf jeder dieser 6 Seiten unterschiedliche Objekte darstellen, die die Leute dann vor sich im Raum hin und her drehen und inspizieren können, dann würde ich sagen, ist die Notwendigkeit informatischer Kenntnisse dafür ungefähr gegen Null. Das modelliert man die Dinger, setzt die in dem jeweiligen Tool an die entsprechenden Stellen und das war's dann. Also da passiert erstmal noch gar nichts. Ich denke aber, genau diese 3D-Gestaltung auf der einen Seite, die heute bei den meisten Werkzeugen durch sogenannte Asset Stores ersetzt wurde, ein Großteil der Inhalte, die man zumindest so als wiederkehrende Inhalte bräuchte, dazu gehören Möbel, dazu gehören irgendwelche Fortbewegungswerkzeuge und alle möglichen Dinge, die man im Alltag immer wieder findet, die kann man sich heute entweder umsonst in diesen Asset Stores oder für wirklich sehr, sehr kleine Beträge kaufen. Die sind nicht teuer, das sind wirklich Centbeträge teilweise, die dann immer teurer werden, je komplexer das Ganze wird. Die kann man dann schon auf diesem Cube im Prinzip ansetzen und kann sich die in 3D angucken. Das hat jetzt noch nichts mit Programmierung zu tun. Wenn ich jetzt will, dass der Frosch, den der Sebastian mir gezeigt hat, da als realer Frosch liegt und in dem Moment, wo ich mit der Brille drauf schaue, wird der Frosch plötzlich animiert und springt über den Tisch. Okay, now we're talking. Ja, jetzt kommt ein bisschen mehr dazu. Jetzt wird sicherlich schon mal jemand mindestens eine Skriptsprache, wie das dann heißt, beherrschen müssen und die rudimentären ersten Einstiege da drin. Das ist also nicht eine Schwarz-Weiß-Unterteilung, sondern wächst vielleicht auch so ein bisschen mit den Ansprüchen dessen, was man da zeigen möchte. Und gehört vielleicht heute auch in den Pool der Kompetenzen, die wir immer so schön mit Digitalisierung überzeichnen. Ne? Was wir nachher von allen eigentlich in der digitalen Welt in Grundzügen voraussetzen. Also vielleicht auch mit unseren zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen. Das würde ich eben an der Stelle, ich glaube noch nicht, dass wir da unbedingt die ganzen Programmiererinnen und Programmierer brauchen. Das ist so die eine Sache. Was mich vielleicht, ich möchte das jetzt auch nicht zu lang treiben hier an der Stelle mit der Aussage, aber was mich da eben wieder mehr umtreibt, ist tatsächlich die des Formats. Jetzt haben wir auch jemanden von einer Firma, die sich eben mit Bildungsmaterialien auseinandersetzt und damit auch Lohn und Brot steht, um das Ganze zu machen. Und das führt häufig dazu, dass Firmen, die Produkte anbieten, mit denen man dann solche Content-Sachen entwickeln kann, auch die Tendenz haben, ein sogenanntes, wir sagen das immer, Vendor-Login zu betreiben. Das heißt, du kriegst das Werkzeug von uns auch dazu. Mit dem Werkzeug baust du dann deine ganzen Welten. Und wenn du das erstmal gemacht hast, ist deine Tendenz, unser Werkzeug auszutauschen gegen das eines Mitbewerbers, sehr, sehr gering. Das ist ein typisches Marketingprinzip, wie es die Firma Microsoft seit Jahrzehnten sehr erfolgreich praktiziert. Wer einmal Office gelernt hat, der ist nicht so einfach darauf zu bewegen, was anderes zu benutzen. Und das ist hier auch so ein bisschen. Ne? Also wenn ich den Content einmal erstellt habe, will ich den dann, ich habe da jetzt ganz, ganz viele Stunden investiert, will ich den dann nur fürs nächste Halbjahr einmal einsetzen und dann nicht wieder? Oder auch fürs übernächste Halbjahr und dann wieder und dann wieder? Und wer garantiert mir jetzt, dass die technische Plattform, die das einmal ermöglicht hat, überhaupt noch in einem Jahr existiert? Um das abzukürzen, wenn es hier eine Investition von politischer Seite geben müsste, dann wäre es als allererstes eine gemeinsame, offene, das heißt allen zur Verfügung stehende Plattform zu schaffen, auf der man diese Inhalte entwickelt, sodass sie dann auch über mindestens einen mittleren Zeitraum erstmal allen zur Verfügung stehen und auch austauschbar sind. Diese Austauschformate
die sollten im Bildungswesen frei und offen sein und niemals in Händen von irgendwelchen Firmen. Das wäre mein Plädoyer hier. Und ich sehe auch schon im Chat, dass da Namen auftauchen wie Unity und Unreal. Ja, das sind genau solche Konsorten. Wenn ich meine Sachen einmal mit Unity gebaut habe, weil es ja so schön einfach war, und die Firma Unity im nächsten halben Jahr sich überlegt, so jetzt möchte ich aber höhere Lizenzgebühren haben, was mache ich denn dann? Das nennt man Vendor-Login. Und wenn die Firma pleite geht, was mache ich dann? Das nennt man Vendor-Login. Und da finde ich, muss der Anspruch eines Staates und eines Landes, dass diese Bildung halt als zentrales politisches Instrument unterstützen will, nicht die sein, auf Instrumente angewiesen zu sein, die von der Industrie entwickelt werden, sondern die müssen offen allen zur Verfügung stehen. Super, ein Plädoyer für Open Source. Anita, leider haben wir keine Zeit mehr. Ich bin sicher, dass deine Firma so etwas nie machen würde. Deswegen, wir enden jetzt mit einer kleinen Wunschliste, denn dieses Event ist ja vom XR Hub Bavaria, der das Zweck hat, die XR-Community zu fördern und voranzubringen. Das heißt, was würdet ihr euch denn zum Beispiel gerade in diesem Feld, auch vielleicht mit dem, was Marc gerade angesprochen hat, was würdet ihr euch denn wünschen, was können wir dem XR Hub und dem sehr engagierten Team, das jetzt so richtig loslegt, gerade auf die To-Do-Liste schreiben? Geld spielt erstmal keine Rolle, das müssen die dann beschaffen. Also ich meine, im Prinzip kann man sich ja auf deine Frage berufen, die du da vorgestellt hast. Was braucht es denn, um sowas zu entwickeln? Und ich glaube, dazu braucht es ein Team. Und das wäre ein Job für den XR-Hub zu vernetzen. Also wir brauchen mit Sicherheit Pädagogen, die in dem Team sitzen. Wir brauchen Programmierer oder von mir aus 3D-Modellierer oder was auch immer notwendig ist für die Entwicklung des Tools. Wir brauchen jemanden, der das gegebenenfalls auch dann publizieren kann, als OER auf Plattform oder wie auch immer, aber auf jeden Fall jemand, der Projektmanagement macht. Also wir brauchen ein ganzes Bündel von Menschen, die solche Sachen entwickeln. Und ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für XR, da die richtigen Menschen zusammenzubringen. Noch jemand Wünsche? Ihr seid ja alle sehr bescheiden. Ah, nee, Florian. Ja, doch. Also ich glaube, was ich jetzt immer gerade merke, ist halt einfach, ich komme an meine Grenzen auch von der Ausstattung zum Beispiel, weil Ausstattung ist im VR-Bereich sehr teuer. Ja? Wir finanzieren uns oft selber und da zum Beispiel habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass da so ein Raum ja in München eingerichtet wurde, wo auch dann Technik vorhanden ist. Und wenn man sowas natürlich mal nutzen kann, auch für Fortbildungen jetzt oder sowas, dann wäre das eine tolle Sache. Also da denke ich mal, genau so ein Raum, den man nutzen könnte mit Technik, was relativ unkompliziert ist. Das ist, glaube ich, für uns wichtig. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind natürlich auch, wir sind Beamte, also jetzt, ich rede jetzt mal von Ralf und mir zumindest, wir müssen natürlich auch aufpassen. Also wir sind natürlich jetzt auch, wir können jetzt auch nicht, also eine Vorteilsnahme und solche Sachen, auch mit Firmen, auch wenn ich jetzt Links poste, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir da niemanden bevorzugen oder sonst irgendwas. Also das heißt, auch hier müssen wir schauen, in welche Richtung wir gehen oder können. Und da ist Open Source natürlich auch eine Riesensache, wenn man sowas noch voranbringen kann. Aber das ist dann auch wieder die Vernetzung, was wieder Anita gesagt hat, dass man da Leute zusammenbringt, glaube ich. Super, vielen Dank. Damit sind wir zum Schluss. Möchte noch jemand was sagen? Dann bitte jetzt die Hand heben. Sebastian, möchtest du noch was sagen? Du hattest dich gerade noch entmutet. Ich wollte eigentlich gerade nur noch einen anderen Wunsch sagen, sozusagen, wenn man jetzt einfach den Frosch hier sieht oder andere Projekte, die entwickelt wurden. Es wäre vielleicht auch schön für die Studierenden oder diejenigen, die eben angefangen haben, sowas im Rahmen eines Seminars umzusetzen, Möglichkeiten bestünden, ihr Projekt einfach weiterführen zu können oder beziehungsweise vielleicht der irgendwie Allgemeinheit mehr zur Verfügung zu stellen. Denn für uns ist oft immer die Problematik, es kommen tolle Projekte heraus am Ende eines Seminars, aber dann ist die Frage, wie können wir die Studierenden weiter unterstützen, wenn es nicht gerade unbedingt in ihren eigene Weiterbildung hineingeht. Also wenn sie jetzt damit nicht unbedingt vielleicht eine Masterarbeit oder andere Abschlussarbeiten erstellen können, sondern wie können wir den Studierenden auch die Möglichkeit geben, das, was sie jetzt in einem Projekt bis jetzt geschaffen haben, vielleicht zu erproben, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen oder eben noch sogar zu erweitern. Und ich denke, da wäre auch die Möglichkeit durch den XR-Hub, dass da vielleicht gute Vernetzungsmöglichkeiten auch auf der Seite entstehen könnten. Sehr gut. Die Agenda für den Hub ist voll. Damit sind wir auch schon am Ende. Noch ein kleiner Hinweis an alle: kommende Woche
Da werden wir uns in dem New Realities Podcast auch mit dem Thema Bildung beschäftigen. Da haben wir eine Mitstreiterin von euch, Ralf und Florian, aus unserem wunderbaren Nachbarland Baden-Württemberg im Podcast und Manuela von Co-Spaces. Da geht es auch um viele Themen, die wir heute besprochen haben. Die bisherigen Folgen findet ihr da. Und davon abgesehen, herzlichen Dank an euch alle. Herzlichen Dank Anita, Ralf, Marc, Florian, Sebastian und an Horst, den Frosch, und an das Team vom XR Hub fürs Organisieren. Ich fand es eine sehr spannende Runde und ich finde es toll, lauter so motivierte Geister zu erleben, die an der Zukunft unserer Bildung arbeiten, damit es ein bisschen spannender wird, als so wie Fabio das am Anfang erzählt hat, denn meine Schulzeit war auch nicht viel besser. Ja, ich freue mich auf die nächste Runde und bis dahin bleibt alle gesund oder werdet gesund und genau. Das war's. Herzlichen Dank. Schönen Abend euch.